So, da sind wir wieder und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Test. Und heute spielen wir ein MMO. Firefall heißt das gute Stück. Ist nicht nur ein Online-Rollenspiel, sondern vor allen Dingen ein Online-Shooter, kann man sagen. Würdest du mir dazu zustimmen, werte Person, die gerade mit mir zusammenspielt? Aber natürlich würde ich dir da zustimmen. Firefall derzeit noch in der Public Beta und sieht schon verdammt toll aus, optisch zumindest. Ja, also dieses Cell-Shading, Grimpel, Alter, ich kann gar nicht tippen gerade. Das Cell-Shading ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, für mich zumindest, weil ich ja sonst immer eher diese realistischen Fantasy-Games spiele. Da bin ich mal sehr gespannt. Die Ingame-Grafik fand ich aber schon wieder sehr cool. Hier sieht es momentan noch ein bisschen sehr plastisch aus, aber wir lassen uns mal überraschen. Ist ja momentan noch alles noch Beta. Was erstellen wir uns jetzt für Charaktere, sag mal? Ja, da du natürlich hier die Frontsau bist und auch natürlich zu sehen bist, denke ich mal, wäre es am besten, wenn du auf die Mütze gibst. Und ich glaube, ja, ich werde mich für einen Ingenieur entscheiden und ja, lustige Gefechtstürmchen aufstellen und so lustigen Kram machen. Ah, ich sehe schon. Ich würde sagen, der Engineer Battleframe nutzt nämlich ein Arsenal von aufstellbaren Gerätschaften und spezialisierter Ausrüstung, um Feindkräfte zu eliminieren, weißt du? Das ist aber ganz geil. Ja, das ist aber ganz geil. Da kannst du wirklich so Geschütztürme aufstellen, die dann quasi die Feinde ausschalten. Ich glaube, da können wir ja Double Damage machen. Und wusstest du? Dann werden wir gleich so richtig schön, ne, mit der Gesicht rein, ne? So genau, immer rein. Wusstest du übrigens, wenn man bei Biotech, das ist ja auch so eine Spezialisierung, das O und das E wegnimmt, kommt da Bitch raus. ist mir gerade aufgefallen. Super, also ich glaube direkt, dass die Bitch-Klasse sollte mit ins Spiel implementiert werden, einfach um den Gegner zu verführen. Das wäre aber auch mal was. Man kennt das ja so von dem WoW, diese Succubus, ne? Kennst du ja bestimmt. Ach, genau, genau. Mit der Peitsche, Bitch, ne? Die neue Klasse. Haben wir euch jetzt schon gespoilert? Genau, die sich ab und zu mal auf den Arsch hauen und so. Ja. Aber es gab ja mal so ein Erwachsenen-MMO, was da mal erstellt werden sollte in der Richtung. Also während wir reden, erstelle ich mir mal jetzt den Charakter, sonst quatschen wir uns ja fest. Es gab ja mal so ein MMO, da soll es ja auch möglich sein, ich sag mal, Liebschaften einzugehen und Dinge zu tun. Also es gibt ja zwei Spiele, wo sowas gemacht wird, Entropia Universe und Second Life. Beide Spiele, die das zwar von Haus aus nicht so gedacht waren, aber im Endeffekt zu totalen virtuellen Sexspielen verkommen sind. Stimmt, ja, bei Second Life vor allen Dingen, wo dann teilweise auch schon, aber das sollten wir vielleicht gar nicht hier und so. Wir sind das ja sind alles nur Urban Legends, liebe Leute, ne? Das haben wir uns vorher ausgedacht, weil wir nicht wussten, was wir hier sagen sollen. Genau, genau. So, was steht jetzt im Drehbuch? Grüne Haare machen. Nee, warte, was mach ich denn, was machst du dir für einen, sieht denn deiner aus? Wir haben hier eine unendliche Anzahl von Gesichtern, zwei Stück. Ja. Frisuren ist, glaube ich, eine mehr, gibt es dann drei. Ich versuche ja immer so ein bisschen mich selbst nachzubauen, weil ich mich so echt? Unendlich also, schön also finde. Also ich ja gar nicht, ich überhaupt nicht. Ich bin da, ja. Ich habe aber grüne Augen. Man sieht es aber schon, das kann man hier mal zeigen, dass da bei diesen Farben, jeweils bei Hautfarbe, Augenfarbe und Haarfarbe, sind ja noch ein paar Felder ausgegraut. Da werden bestimmt noch ein paar Farben hinzukommen. Ich bin sehr gespannt vor allen Dingen. Also momentan ist da wirklich recht wenig Auswahl, liegt wahrscheinlich auch an der Beta, vermute ich mal. Komm, ich mache hier mal so einen weißen Käse, der passt super zum Anzug. Bin jetzt auch schon fertig, ich habe gerade meinen alten Gronkh gelöscht. Und kann jetzt hoffentlich den wieder anlegen. Übrigens, sehr cool, es gibt die Option Name generieren für alle die dastehen und denken, wie nenne ich mich jetzt? Ja. Ich mag Käse, ich nenne mich jetzt Käsebrot. Ja, gibt's wahrscheinlich wirklich. So, pass auf, ich weiß gar nicht, wie weit du bist, ich drück mal auf Spielen, ich glaube, jetzt kommt eine Sequenz, da müssen wir beide mal ein bisschen die Fresse halten, glaube ich. Hallo? Bist du noch da? Okay, wollte ich nur sagen, ich drück jetzt mal jetzt auf Spielen. 6 Monate später. Der Absturz der Arclight hat Fortaleza verwüstet, aber noch schlimmere Folgen hatte der Energiesturm, der dadurch ausgelöst wurde. Das Melding überzog den Planeten mit wütenden, undurchdringlichen Stürmen. Fortaleza konnte dank des nachklingenden Raumzeitfelds der abgestürzten Arclight überleben und wurde vor dem Melding geschützt. Jedoch ist aus dem Melding ein außerirdisches Volk, die Chosen, hervorgegangen, das jetzt menschliche Siedlungen attackiert. Das Militär des Akkords, das chronisch unterbemannt ist, heuert kleine Teams von Söldnern an, die helfen sollen, die Chosen zu bekämpfen und den Abbau von Krystit voranzutreiben. Dies ist die Geschichte eines dieser Teams. Zum Fortfahren Leertaste drücken. Episch. Einfach nur episch. Spannend. Und jetzt geht's, glaube ich, richtig los.
nach dem Ladebildschirm natürlich, wie immer. Also ich sehe schwarz. Also ich habe gerade einen Ladebildschirm bei 40%. Ich finde, man sollte mal Ladebildschirme sammeln einfach und von allen Spielen die Ladebildschirme zeigen. Du hast 40%. Jetzt 80. Da ist mein Rechner leider schlechter. Oh. Oh, warte, ich glaube, jetzt müssen wir ruhig sein, weil jetzt hat er, glaube ich, gleich fertig geladen. 95, 96, 97, 98. Jetzt! Syn Uplink established. Remote Team Members online. Chef, aufwachen. Du landest bald in Copacabana. Ein toller Ort für Urlaub, aber wir müssen erst unsere Rechnungen bezahlen. Schauen wir mal, ob wir dort Arbeit finden. Nähern uns der Stadt. Festhalten. Ich bringe sie runter. Keine Sorge. Sobald wir uns in Syn eingeklinkt haben, scanne ich die lokale Übertragung. Wir finden schon etwas. Chef, das Shared Intelligence Network ist hier größtenteils immer noch außer Betrieb. Wir müssen uns von Hand einklinken, um eine Verbindung herzustellen. Ich ping dir den Wegpunkt zum Syn-Turm im Zentrum des Erholungsgebiets. Hey, der Hyuga, da sehe ich dich ja. Wir mussten nämlich die Aufnahme nochmal neu machen. Und jetzt müssen, weil wir uns einfach nicht gefunden haben, weil wir vom Server verschwunden sind. Also irgendwie haben wir die Server verwechselt. Oh, und ich krieg eine Squad-Invitation. Die kann ich jetzt doch bestimmt annehmen. Schnell annehmen. Gruppeneinladung akzeptieren. Genau, einfach mit O. Ja! Gong tritt der Gruppe bei. Ja, wir sind endlich in der Gruppe. Jetzt haben wir die ganze Zeit irgendwie bestimmt eine Viertelstunde versucht, uns zu finden. Weil wir sind gegenseitig einfach verschwunden aus dem Blickfeld und wurden, glaube ich, auf verschiedene Server gesteckt. Quasi. Ja, und konnten dann überhaupt nicht mehr interagieren. So gar nicht mehr. So, ich habe dich auch jetzt direkt als Freund hinzugefügt, falls wir nochmal Probleme haben. Das war's als Freund? Das finde ich aber nicht gut. Friendship! Weißt du, dann finden wir uns wenigstens. Ewige Brieffreundschaft nach 20 Jahren. Ah, wollen wir noch schreiben später, auch wenn ich dann in Ghana wohne? Ich hatte mal einen Brieffreund in Ghana. Echt? True Story. Cool. Ja. Ich muss ja so. mal sagen, also ich weiß ja, die meisten deutschsprachigen Zocker mögen es nicht, wenn englische Sachen eingedeutscht werden, aber das Melding war irgendwie ein bisschen übertrieben, oder? Ja, das Melding hätte man ruhig die Schmelze machen können, ganz ehrlich. So, wir müssen jetzt die Wegpunkte abklappern so ein bisschen, ne? Ich glaube, wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Sightseeing. Das ist eine gute Idee. Also hier sind wir irgendwie in einer großen Stadt, wo ich zum Beispiel diesen Thunfisch da drüben finde ich extrem geil. Oh ja. Hier ist Spicy Els Tuna. Ja, direkt mal gucken hier, ob es irgendwas zu kaufen gibt. Ich schau mal nach. Oh, ein Girl. So sehen ja also die Girls aus. Oh Mensch, hättest du mal ein Girl gespielt. Ja. So, was gibt's denn hier? Oh, das Essen sieht aber richtig lecker aus. Die Texturen laden bei mir gerade noch nach, weil die werden, glaube ich, alle vom Server gestreamt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, ich glaube auch. Das kannst du ja auch richtig direkt hier einstellen. Aber leider ist hier kein Verkäufer. Was heißt leider? Das heißt, wir können uns hier ein bisschen bedienen. Hier ist eine Auffüllstation. Tasty Noodle Seafood. Mensch, ist ja richtig cool. Hier kann man sich ein bisschen auffüllen. Oh, jetzt habe ich auch gar keinen Hunger mehr. Jetzt habe ich so aufgefüllt, du, da bin ich pappensatt. Aber wirklich hier. Übrigens, so, da drüben ist eine Battle. Cabana, ne? Klingt ja eigentlich wirklich so ein bisschen nach Urlaub. Das stimmt. So. Ach ja, die Jetpacks müssen wir auch noch demonstrieren, ne? Die sind richtig geil. Hat so ein bisschen was von Tribes, was übrigens daran liegt, dass ein Tribes-Entwickler auch an diesem Spiel beteiligt ist. Ah, ja. Das erklärt natürlich einiges. Hier übrigens ein PvP-Terminal. Aber wir machen natürlich erstmal jetzt die Grundquest. Alter, hier quatschen bei mir gerade alle. Quatsch mal die auch gerade alle durcheinander? Ja, ja. Wenn man da so hinläuft hier. Genau. So, ich habe Schwierigkeiten dabei, dich auf dem Radar zu behalten oder mit dir zusammen hier rumzulaufen, weil das so schnell geht hier alles. Ich bin hinter dir. Ich guck dir auf deinen dicken Hintern. Hey, ja, ne? Ich will meine Schuhe, die Schuhe will ich auch haben, die ich hier habe übrigens. Die sind super. Ja, damit kann man Waldbrände austreten. Das ist ganz praktisch. Heißt der wirklich... Der heißt wirklich Eichhörnchen. Die deutsche NPC-Wache heißt Eichhörnchen. Das ist ja auch spontan cool. Angst vor. Und Diamantrücken. So, hier sind wir wohl auf so einer Art Kioskplatz oder sowas. Hier gibt's ja alles mögliche. Premiumwares. Launa Larry's Terminal. Was kann man hier machen? Hier kann man sich auch coole X-Men-Masken und sowas holen. Oder ein Borg-Auge in Blau und sowas. Ach, guck mal hier. Bestimmt so... Das ist bestimmt so ein Shop, ein Ingame-Shop, ne? Ja, das ist das Micropayment hier, XP-Erhöhung, 20% für 8 Stunden, 3 Stunden, 1 Stunde, Wiki-Wacker,
Es ist, als würde ein Feuer im Bauch wohlige Wärme verbreiten. Das habe ich auch, wenn ich Tortillas esse. Das ist aber nicht nur eine wohlige Wärme im Bauch, sondern auch beim Output. Ja, quasi. Da heißt es dann Tiki-Fackel hier unten. Hier Haustiere kann man auch holen. Ich habe natürlich überhaupt gar keine Ingame-Kohle. XP-Erhöhung für 8 Stunden finde ich ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Sieht nicht teuer aus mit den 15 Red Beans. Also sieht günstig aus, aber trotzdem habe ich Bauchschmerzen, wenn man bevorteilt wird im Spiel, wenn man Geld ausgibt. Und ich sag mal, wobei ich kann es aber nachvollziehen. Sind jetzt nicht unbedingt so der Hit, ne? Also möchte ich mit dazu sagen. Also, weil meistens zählt ja diese extra Erfahrung auch nur für Mobs, nicht für die Quests. Ja gut, aber auf Menge gesehen ist das schon bei 8 Stunden kannst du schon viel weggrinden. Craften, wollte ich sagen. Die Frage ist jetzt, sind es 8 Online-Stunden, wenn man den Trank nimmt, oder Echtzeitstunden? Weil sonst musst du ja auch dann noch echt 8 Stunden am Stück spielen. Boah, das wäre eine Katastrophe, 8 Stunden am Stück. Alter, das geht nicht. Das darfst Spiele, die das machen. Ja, aber das darfst du den Leuten ja nicht so anbieten. Ach so, übrigens, wenn man hier die mittlere Maustaste klickt, dann hat man hier Third-Person-Ansicht, hast du Third-Person-Shooter und hast First-Person-Shooter. Kann man wechseln. Zack. Hey! Ich grill dich. Bei mir sieht das so aus, da ich hier mit so einem Tesla-Gewehr schieße, so ein bisschen Portal-mäßig, als hätte ich hier so eine Portal-Gun. Das stimmt. Und ich lade mal schnell wieder auf. Ich bin immer erpicht darauf, meine Werte oben zu halten. Wir sollten mal ein bisschen weitermachen, ne? Wir gucken jetzt alles an hier. Ach, wir sind ja schon am Sinnknoten, sehe ich gerade. Ja. Wir müssen ja nur noch E drücken am Terminal. Wo ist denn das? Wo ist denn das Terminal? Hier. Bin ich blind? Ach, ich bin blind. Okay, ich drücke E. Jetzt, Das war's, wir sind drin. Nun können wir den ganzen Datenverkehr aus diesem Gebiet sehen und Nachrichten in Copacabana empfangen. Öffne deine Karte. Siehst du den Kreis um Copacabana? Das ist die Reichweite des Sinnturms. Je mehr Signaltürme wir finden, desto mehr sehen wir auf der Karte. Ich bin jetzt ebenfalls direkt in deine Sinn-Einspeisung eingeschaltet. Ich sehe, was du siehst. Ich empfange ein Notsignal. Ich schalte dich dazu. Hier ist Ratchet von der Copacabana Technikabteilung. Unsere Wasserzufuhr wurde unterbrochen. Wir brauchen jemanden, der die Aquäduktventile überprüft, die das Wasser von den Feuchtfarmen befördern. Kannst du uns helfen? Wir müssen ihnen helfen. Das Melding hat alle anderen Feuchtfarmen in der Gegend zerstört. Wenn diese auch noch hops geht, hat Copacabana kein Wasser. Wird gemacht, Ratchet. Danke, bitte beeil dich. Turm da. Baust dir Türme auf? Ach cool. Du hast auch schon deine erste Fähigkeit auf 1. Fuck yeah. Ah, ich verstehe. Ja, wollen wir mal, wir sollen ja die Feuchtfarben sollen wir jetzt ja irgendwie retten. Ich weiß nicht genau, nach Aquädukt. Die Aquäduktventile sollen wir öffnen. Vorsicht, auf uns wird hier irgendwie geschossen oder so. Ja, ja, irgendwer hat hier auf uns geschossen. Ich weiß aber nicht, wer. Irgendein Spieler ist das, glaube ich. Alles klar. Ja, dann würde so, ich mal wollen sagen, wir da mal rüber? Geh mal los, ne? Komm, querfällt ein einfach. Wuhu! Das ist doch ein Feature, das würde ich mir auch in WoW wünschen. Selbst wenn es da überhaupt nicht hinpassen würde, aber Hauptsache dieses Feature. Hell yeah, sage ich da mal, wenn ich das mal so klauen darf. Darfst du, das ist ja, bei mir ist es ja immer das Fuck yeah und Shafi sagt das, ach, sagt immer das Hell yeah. Na gut, dann sage ich Juhu. Heißhaar. Boah, WTF. Boah. Alter. Das Ventil, ne, das hat es mal in sich. Ach super, wir sollen es erstmal untersuchen. Hier ist noch eins. Eine Sekunde. Lass mich einen Fernscan machen, um den Schaden festzustellen. Oh oh. Die Ventilstation ist zerstört. Ich sehe die Daten jetzt. Nein. Was für eine Sauerei. Räum ein paar von diesen Aranas aus dem Weg, damit alles sie meine klar. Ventile in Ruhe kommen lassen. Kommen die jetzt zu uns? Ich glaube, die Aranas kommen zu uns. Arana, Nester. Schieß übrigens nicht auf die Nester, da kommen Viecher raus. Ich habe das ja schon mal Singleplayer ein bisschen rumgespielt. Okay. Also hier diese Dinger, bloß nicht draufschießen. Na gut, ne? So, meine Türmchen. Das Melding verändert die ganze Tierwelt und macht sie aggressiver. Diese Aranias von Alpha Prime sind besonders gefährlich. Boah, Alter, bei mir ruckelt's gerade immens. Ja, ein bisschen, ne? Ja. Das kann übrigens daran liegen, dass das Spiel derzeit noch vorrangig auf amerikanischen Servern gehostet wird. Und deswegen ist auch jetzt um diese Zeit, in der wir spielen, ist da ja quasi Nachmittag, ne? Also Hauptspielzeit. Ah, das stimmt. Habe ich ja noch gar nicht bedacht.
Und ich glaube auch, ich habe das... Huch, was ist das denn jetzt hier? Habe ich was aufgesammelt? Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass durch dieses Texturen-Stream, was ja eine nette Idee ist, aber dadurch wird die Bandbreite halt immens beansprucht. Ja. Wir haben jetzt ja beide schon dicke Leitungen, ne? Du hast halt, glaube ich, eine 100er, eben. Ich habe eine 30er, also nicht unbedingt die schwächsten Leitungen. Richtig. Verstehe ich auch gar nicht. Und ich verstehe momentan auch gar nicht, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Wir müssen noch so ein Netz zerstören. Das wäre eigentlich hier in dem Bereich gewesen. Ich schau mal auf unsere Map und da müssen wir... Ich habe da noch eins gesehen. Ach, da hinten ist doch jemand. Guck mal, ich hab's mal... Wir sind eigentlich über diese Nester. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin hinter dir. Ach, okay. Warte ich mal kurz. Dass man hier so zwischen Third Person und Ego hin und her wechseln kann. Ja, ich auch. Ich gehe jetzt mal in die First Person. Und da unten kommt so ein komisches Kackvieh an. So, die Waffe ist noch ein bisschen merkwürdig. Gronk Zischer stand da gerade. So, jetzt sind wir ja schon fast wieder bei der Stadt hier, ne? Jupp, Ach, man, da hinten. Ach, hier, guck mal. Punkt. Hier haben wir überall. Ach, guck mal, meine Geschütztürme da hinten, die machen gerade noch richtig schön die Action. Cool. So, ich guck nochmal gerade. Ist bei dir noch einen roten Punkt da hinten? Ich glaube, ich kann auch noch Waffen wechseln. Ja, ich sehe es gerade. Drill die mal ein bisschen mit dem Tesla-Strahl. Super, der ist richtig gut. So, ich glaube, ich habe noch eine Zweitwaffe. Ich weiß nicht genau. Huch! Das wollte ich nicht machen. Ich wollte natürlich die Zweitwaffe aktivieren. Und mal ganz kurz mal gucken. Und zwar wegen unseren Skills, dass man den Leuten auch mal zeigen kann, was wir hier machen. Und zwar finden wir das hoffentlich irgendwo. Keine Ahnung wo. Ach, guck mal hier, unter Fadenkreuz. Bei mir läuft unten ein Timer ab. 13, 12, 11. Ich weiß aber nicht genau, was das heißt. Ich hab diesen Timer nicht. Vielleicht führt. Ach, das wird wahrscheinlich für deinen Skill sein. Meinst du? Ja, der hat ja nur eine bestimmte Dingsens hier. Na gut, das kann sein. So, ich guck mal auf die Map und. Ja, wir müssen eigentlich das ganze Gebiet hier durchrennen und hoffen, dass wir überall diese Viecher finden. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt gut gespawnt, sag ich mal. Na gut, da hinten haben wir noch so eine Eiterblase. Sollen wir die echt wegmachen? Ich krieg nämlich keine Questerfolge oder so. Also ich habe jetzt schon getötet. 5 von 20 habe ich. Siehst du unten rechts. Unten rechts? Ah ja, 5 von 20. Jetzt sehe ich es auch. Okay. Dann würde ich sagen... Let's rock here. Irgendwie. So. Das Coole bei dem Tesla-Strahl ist, je länger ich draufhalte, desto höher, also wird auch der Schaden pro Sekunde. Aha, cool. Ich finde deine Knarre allgemein irgendwie geiler als meine, muss ich ja zugeben. So. Oh, da hinten. Ach, guck mal auf die Map, da haben wir so einen gelben Streifen, ne? Da sind wir gerade völlig von entfernt. So. Gelbe Streifen? Ja, auf der Map hier, wo ich jetzt stehe, beginnt ja so unten links, ist die Map. Warte, wo du jetzt stehst, ist die Map. Ach, da meinst du. Ach ja, das Gebiet da meinst du. Genau, diesen gelben Streifen hier so. Dieser Urinfleck in der Unterhose quasi. Genau, das ist meiner nämlich, weil ich halt ach totalen so. Schiss hab. So, warte mal, ich probiere jetzt mal den hier aus. Bam! Gebracht hat der genau gar nichts, der Super Skill. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich komme dir mal zu Hilfe, ich bin schon weitergeeilt. So. 8 von 20 habe ich. Das geht ein bisschen mau voran gerade. Ja, ich glaube auch. Was ist das hier? Kleines Munition-Power-Up. Oh, Entschuldigung, habe ich eingesammelt. Und da hinten sind diese Kristalle, die auch irgendwas bringen. Ja. Ich weiß aber nicht genau was. Die kann man auf jeden Fall sammeln. Ist bestimmt eine Währung oder sowas. Ah, hier ist noch so eine weitere Eiterblase. Haha. 16 von 20. Das geht doch schon viel besser. Ja. Noch ein paar mehr. 16 hast du schon? Jetzt 17. Was? Du nicht? Krass, ich hab 11. Echt? Der Hammerhart. Obwohl, ich habe vorhin auch einfach reingehalten, als seine Geschütztürme da standen. Ah, da war ich wahrscheinlich zu weit von entfernt.
Aber so viel brauche ich ja auch nicht. 8 Stück noch. Jetzt haben wir langsam hier den Bogen raus. Ja, 18 von 20. Jetzt geht's ja. Jetzt kommt ja langsam mal ein bisschen Saft in die Wallung. Ach ja, aber hier hinten, hier ist noch ein richtig dickes Gebiet. Lass mal, bestimmt, wenn wir jetzt hierher gehen, wo ich jetzt gerade bin, da finden wir gleich so 20.000 Dinger davon. Du musst aber aufpassen, diese Eiterblasen platzen, wenn man zu nah rangeht. Ja, ich mach die. Da oben ist nämlich eine drauf. Über uns ist eine. Ah, cool. Dann. Wollen wir die holen? Natürlich. Ah, super. Uah. Nee, hier nicht zum Spaß oder was? So, auf Türme stellen. Du hast dich um Yaran gekümmert, aber wir müssen immer noch dafür sorgen, dass das Wasser fließt. Oh, ich hab gar keine Munition mehr, fällt mir gerade auf. Oh. Alter, wo die mal herkommen? Na los, lauf nach, Junge. Ja, ich hab gar keine Munition mehr, ist ja auch irgendwie. Nee, nicht schlecht. Du, ich mein noch ihn hier. Ich scheiß dich doch nicht so an. Ja, wer weiß. Aber mir wird das auch gerade für die Quest hier nicht gut geschrieben, was wir gemacht haben, ne? Ich bin fast tot übrigens, sehe ich gerade. Ich brauche mal dringend einen Heal. Dann lass uns mal lieber den strategischen Rückzug antreten. Okay. Und uns bei der Station vorne wieder aufladen. So, ich habe auch nebenbei wieder eine gute Munition. Ich habe jetzt 13 von 20, also das ist ein Oh, Vorsicht, Eiterbeule. Und die kommen hinterher, die laufen Ewigkeiten nach. Jetpacken. Mach ich gleich. So, wir müssen da ja eh auf die Stege drauf, da kommen die glaube ich nicht hin. Und hier ist noch eine Selbstschussanlage, eine kleine. Natürlich, natürlich, ja. So, jetzt sind wir hier glaube ich in Sicherheit. Genau, und hier müsste es ja auch irgendwo hoffentlich kurz mal eine Möglichkeit geben, uns wieder hochzuholen. Change in the magazine. So. Kommen die hier hoch? Nee, ne? Nö, komm nicht hier hoch. Wollte ich nochmal checken und testen. Chesten wollte ich das. Ein bisschen Chessin. Natürlich. So, das ist gar nichts. Ich guck mir gerade irgendwie. Ich blicke noch nicht ganz durch, wo man sich hier healen kann, aber es sind, glaube ich, diese ganz kleinen Dinger, die einfach auf dem Weg irgendwo rumlungern. Was denn? Du kannst es mir nicht glauben, da ist ein abgeschissener Dampfer neben dir. Das meine ich. Besorg mir die Teile und ich werde sie verticken. Aha. Kann ich ganz kurz mal erklären, das ist was von diesem World Event, so ähnlich wie bei Guild Wars 2. Hier stürzen halt immer diese Sumper ab und da kann man dann versuchen, die Leute da drin zu retten. Wenn man das schafft, gibt's guten Bonus, aber es ist halt richtig schwer. Okay, das müssen wir gerade mal auslassen. Komm, tanz mit! Der berühmte Befehl? Ja, der ist es. Alter, ist das blöd! Aber wir müssen uns um dein Leben kümmern. Ich mache mich weiterhin auf die Suche nach einer Ladestation. Da hinten, guck mal, da hinten ist ein. Ach nee, die Spielerin ist nur Healer. Ah, okay. Ja, das muss aber alles ein. Guck mal, wir sind noch ganz weit weg von Copacabana. Deswegen, ach, wir sind hier woanders? Ja. Ach, wir sind ja bei so einem Strandhütten oder sowas, genau, ne? Genau, wir sind hier eigentlich da, wo wir nachher Party machen werden, nach der erfolgreichen Mission. Ach so. Hier hinten, guck mal, da gibt's Heilung. Ach, Rennen geht auch, na Gott sei Dank. Ich hole mal ganz kurz. Ah, da hinten. Ah. Ah. Immerhin die Hälfte ist wieder aufgeladen. Hinten gibt's auch noch irgendwie so einen. Huch. Ja, da ist das Ganze aufgeladen. Oh, das ist ja lieb. So, dann würde ich mal sagen, da vorne ist noch eins von diesen komischen Viechern. Jetzt nicht mehr. Oh, die spucken hier Gift rum. Ja. Da ist was gedroppt, was ist das eigentlich? Achso, Entschuldigung, ich sammle das aus Reflex immer auf. Ja, mach ich nur, Ich bin ja der Looter King, habe ich ja gelernt. So. Kannst du ja demnächst einen tollen Rap drüber schreiben, wie du den armen Yuga hier abzockst. Nee, den nächsten kennst du ja schon, was da kommt. Das darf ich ja noch nicht verraten. Nee, da kommt doch gar keiner. Ach so, natürlich. Die denn schon wieder? Wir müssen übrigens zu Ratchet da hinten, ne? In 200 Metern. Ja, müssen wir auch. Ich muss nur noch 6 von diesen Dingern töten. Ach, ich sehe gerade. Ach, warte. Ich komme ja mal ein bisschen zu Hilfe. Das ist nett. Jetzt bloß noch 4. Jetzt bloß noch 3, also noch eine von diesen ekligen Eiterblasen.
zwei so. Stück noch. Ah, das geht jetzt ziemlich gut gerade. Ach, die Dinger ballern auch gleich die Viecher auf. Diese Eiterblasen ballern die Dinger gleich auf. Oh, nicht schlecht. Alter, das werden immer mehr hier. Hua. Ich hab alle. Lass uns abhauen. Okay, schnell. Kommen Sie, kommen Sie. Bist du da? Bist ja? du da? Bist du hinter mir? Super. Am besten hier so ein bisschen lang, ne? Genau. Ich muss nämlich kurz warten, bis meine Knarre wieder nachgeladen ist. Okay, du bist hinter mir, sehr gut. Ich würde sagen, wir fliegen hier gleich mal hoch. Liga, grüß mir die Sonne. Grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Ein Leben. Weiter weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, aber irgendwie, weißt du was, ich habe gar keine Lust mehr hier. Blöde Mission erledigen, meinen Hals riskieren. Lass uns doch einfach hier Copacabana, das klingt schon toll, einen schönen Cocktail, uns an den Strand legen. Am besten hier so die Füße ins Wasser halten und die Käsemaugen ein bisschen waschen. Wäre eigentlich cool. Ach, guck mal hier, Founder Packages kannst du ja kaufen. Ach, da ist Mensch. Werbung im Spiel. Da kannst du so eine Trollmasken holen. Was sagt der? Und wenn man der... ist ja geil, wenn man näher rangeht. Das ist ja geil. Finde ich cool. Ja, sinnlose Features sind sinnlos, aber lustig. Ja, aber geil. Sinnlose Features sind die geilsten. So. So, wo ist denn hier da die Pfeil? Wir müssen nach oben irgendwo. Das ist ein bisschen doof gemacht, finde ich gerade. Wieso? Weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Du hast auf dem Bildschirm immer irgendwo so eine Flagge am Rand. Oh, ja, ich sehe sie. Genau, das findet man immer eigentlich. So, hier, Ratchet steht da. Ich warte mal auf dich. Okay, ich bin gleich hoffentlich bei dir. So, da, genau hier. Ich sehe dich schon heranschlawenzeln, der grüne Punkt. Da bist du ja. So, dann quatschen wir mit der Alten und wir halten mal ein bisschen die Fresse, wie immer. Mission abgeschlossen. Aha. Cool. Da. Oh. Die haben das Ding ganz schön zerkaut. Die MPU ist ruiniert. Ich brauche einige Silikatfragmente, um eine neue zu machen. Ich habe ein paar Silikatvorkommen unten beim Strand ausgemacht. Aber wir brauchen etwas, um an die eingeschlossenen Silikate zu kommen. Hier, nimm diese Schalldetonatoren. Ich habe sie aufgehoben, falls die Chosen einmarschieren sollten. Aber du kannst sie benutzen, um Silikatablagerungen aufzusprengen. Hey Chef, hier ist Olspil. Verwende dein Anforderungsmenü im Navigationsrad, um auf die Schalldetonatoren zuzugreifen. Es enthält alles, was du für Sondermissionen mitgenommen hast, wie diese Detonatoren. Und wie verwende ich das? Ich glaube... Im Navigationsmenü schön und gut, aber wo ist mein Navigationsmenü? Das machst du unter Escape Interface und da hast du dann... das Navigationsmenü, oder? Nee, hast du auch nicht. Tastenbelegung. Ach, Mann. Tastenbelegung, mit Ö. Kampf, Soziales... Mit Ö? Ja. Oder mit Start? Ach, warte mal. Warte mal ganz kurz. Das möchte ich mal ganz kurz ausprobieren. Ich habe mein Gamepad hier noch liegen. Und kann es nicht benutzen. Schön. Hauptsache, ich kann auf Start drücken. Naja, egal. Mit Ö ist aber doof. Kann ich mir das nicht auf Tab? Ich leg mir das mal gerade auf Tab, warte mal. So, machst du irgendwelche Agros, ja, die du genau. abbauen musst? Registerkarte, Tabulator. So. Hallo? Tab macht bei mir jetzt auch nichts. Bei mir aber auch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich hab gerade Tab. Achso, ich muss das vielleicht noch bestätigen. So, speichern. Ach, das ist PvP. Das Tolle ist immer, wenn ich da durchscrolle in diesem Menü, dann laufe ich vor und zurück. Das ist doch bescheuert. Mit der Maus geht's nicht. Ah, mit dem Mausrad geht's aber. Inventar, okay. Okay, wollen wir das mal ausprobieren, die Silikatablagerung zu holen? Ich glaube, die Alte braucht neue Brüste, deswegen sollen wir da ein bisschen was orgen. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns hier auf dem Weg. Ich habe ja auch mal auf meine neue Waffe gewechselt. Ach, guck mal hier. Ach Mensch, Schnucki. Ja, möchtest du mitkommen? Und Rain of Pain ist ein... Was machst du denn da, du alter Spanner? Alter, du weißt schon, dass ich gerade aufnehme, ne? Du kriegst bestimmt voll aufs Maul. Wie immer, ne? Weißt doch, Frauen schlagen und so. Hatten wir ja, doch alle aber schon echt. Mal. So. Wo müssen wir hin? Ach, da hinten müssen wir hin.
Silikatablagerung, knapp 200 Meter. Ach, dann, oh mein, das ist aber wirklich ein bisschen, also, es, ich sag mal, man ist in den Luxus gewöhnt, dass man mit der Minimap, hat. Ne? Ja, genau, genau. Aber geht schon, man gewöhnt sich dran. Ich erfasse einen Korallitknoten in der Nähe. Siehst du ihn? Ich schalte Oilspill zu. Hier ist Oilspill. Ziel auf die Vorkommen mit deinen Schaltdetonatoren und du kannst die Silicate direkt extrahieren. Okay, nee, warte, wir müssen irgendwie mit Schalldetonatoren, aber ich weiß nicht genau, wie wir das... Das ist kein Schalldetonator. Drück aber... Ach, aber hier, war. Ich hab's mit der 4. Geh mal weg, Vorsicht. Aha. Ach, jetzt. Wir haben ein weiteres Silikatfragment. So, hast du... Bei mir wird immer nur... Nur Skillfragmente gesammelt. Ich kann nicht glauben, dass die Aegis noch 4 Lichtjahre entfernt ist. Ich plane Numero Uno in der Warteliste zu sein, wenn der Tag kommt. Bye-bye, Melding. Bye-bye, Erde. Psst, mach dir keine... Du bist gerade genauso verwirrt wie ich, Zeit. Ne? Vor allen Dingen quatschen die bei mir hier gerade rein irgendwie. Aber vor allen Dingen, ich hab was aufgehoben und er sagt trotzdem 0. Ich probier's nochmal gerade. Warte mal. Das ist explodiert, das sieht schon vernünftiger aus. Jetzt habe ich was aufgesammelt. Probier das auch mal. Ich suche mir jetzt auch mal so ein schönes Vorkommen. Hier da hinten habe ich eins. Mit der 4 wirfst du so ein Ding. Aber ich sammle einfach nichts auf dabei. Das zeigt mir das nicht an, dass ich das aufgesammelt hätte. Das ist irgendwie merkwürdig. Ach da. Okay, du hast es aufgesammelt und was passiert jetzt? Wir haben ein weiteres Ding gesammelt. Aber der zeigt bei dir nichts an, unten rechts, oder? Rede mit mir! Warte kurz, wir reden hier! Auch Hoffnung braucht ihre Zeit. Ich glaube, da finden wir uns gerade drin wieder. Ich glaube, wir sammeln jetzt mal einfach noch ein paar Stück hier. Die werden ja irgendwann. Ja, das Problem ist, ich kann die nicht sammeln. Der zeigt mir immer 0 an. Ich sammle und sammle, aber der zeigt mir die nicht an. Ah. Ein Silikatfragment, ist richtig. Ich glaube, jetzt ja irgendwie aber nicht so gut hier. Das ist ja höchst merkwürdig. Bei mir steht minus / Silikatfragmente gesammelt. Bei mir auch. Das ist genau das, worüber ich mich gerade auch wundere. Aber ich weiß. Vorsicht. Okay, der ist nicht offen. Gut. Sehr gut. Ach, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ich möchte fast sagen, unschön. Und ich habe schon so weit gespielt. Das habe ich schon mal gemacht und das hat funktioniert. Da musste man die nur aufsammeln, dann war ja easy. Aber das vielleicht damit was zu tun, dass wir die deutsche Sprachversion benutzen? Weiß ich nicht, du. Das weiß ich nicht. Aber das glaube ich nicht. Ausprobieren. Also ich zumindest. Das müssten ja eigentlich, also als alter Programmierhase, weiß ich ja, das müssten ja Objekt-IDs sein. Das geht ja nicht über die Sprache. Hast du recht. Boah, Alter, wie das da hinten alles zerstört ist, wie das krumm und schief steht, was einst mal schön war. Ich guck hier gerade ein bisschen die Gegend an. Ach, ich sehe, du kämpfst wieder da unten. Ja, ich bin ja so ein bisschen wieder im Überlebenskampf drin. Aber schön, dass du die Zeit nutzt, um dir die Gegend anzuschauen. Ja, ich eile dir zur Hilfe natürlich. Ist doch selbstredend. Mal gucken wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwo einen Zugriff haben auf eine Questlog oder so. Ich schau mal eben. Also L ist es schon mal nicht. Sozial. J ist es auch nicht. Ich guck mal so lange weiter nach den Dingern. Anforderungen C, drück mal. Aha. Ich stell mich jetzt mal mitten rein in das Ding. Lieber nicht. Das gibt's doch nicht. 0 Silikatfragmente gesammelt. Da ist ja natürlich das Quetter. 5 Silikat, sagt er mir gerade. Oben rechts, aber unten rechts nicht. Wie viele sollten wir sammeln eigentlich? Das weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir schon wieder zurückgehen oder so? So, ich habe jetzt 6 Silikate und ich müsste auch 6 Silikatfragmente haben, aber der zeigt mir immer noch 0 an. Das ist ja merkwürdig. Ein Questlog, hast du sowas gefunden? Ich guck mal ganz kurz. Nee, ich hab ihn nicht gefunden. Ich klicke jetzt hier schon die üblichen verdächtigen Sachen durch. Ja, PvP, sozial. Ich finde auch kein Questlog. Benachrichtigung, Anforderungen. Anforderungen hatte ich auch schon. Da ist zwar irgendwas drin. Ach, guck mal hier. Ausstehende Aktionsfragen zeigen, retten Einkaufszentrum. Eine harte Nuss abdocken. Was?
haben noch einen gefunden. Oh, warte mal. Noch ein paar mehr. Aber die Alte sagt, wir haben noch einen gefunden, nur noch ein paar mehr. Also wir sammeln mal weiter. Ich glaube, die Anzeige ist buggy. Nicht das Sammeln an sich, sondern nur die Anzeige. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, da liegt es auch ganz gut. Da ist es schön kuschelig warm. Deinem Ohr. Ja, denn, das muss man sich mal... So viele Haare drin. Also in Gottes Ohr, nicht in meinem, ne? Man muss sich mal vorstellen, Gott, ne? Sieht nicht aus wie Syndikat, eher wie Wrackteile. Chef, behalt dieses Teil. Ich will es später scannen. Okay, ich habe gerade ein anormales Syndikat gefunden, was immer das ist. Ich wollte gerade sagen, der Gott, ne? Wenn der Ohren hat, es gibt doch kein Ohrstäbchen in der Größe. Hat man sich darüber mal Gedanken gemacht eigentlich? Doch, gab es mal. Das war der Turm vom Babylon. Allerdings, hat er sich dabei nicht so ganz wohl gefühlt, deswegen gibt es den jetzt nicht mehr. Ah, ich erinnere mich. Zur Strafe haben wir dann alle verschiedene Sprachen bekommen. Was eigentlich blöd ist. Brauchst du Hilfe? Oh, ich sehe schon gute Punkte bei dir. Ach, Alter, jetzt geht das scheiß Menü auf. Es ist ja... Ich würde mal sagen, dein problembehaftetes Test bisher, oder? Ja, also es ist noch recht buggy. Selbst für eine Closed Beta muss man sagen, es macht Spaß, ohne Frage, hat aber noch zahlreiche Bugs. Ich muss aber mit dazu sagen, das Spiel ist schon sehr, sehr, sehr lange in der Beta. Also deswegen frage ich mich, warum gerade hier im Anfangsgebiet solche gravierenden Fehler auftreten können. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass man eine Beta ist ja undefiniert, wann man in eine Beta geht. Du kannst ja auch eine Alpha eigentlich haben und es trotzdem Beta nennen. Das stimmt natürlich. Ich habe nur das Gefühl, wir sollten langsam mal ein bisschen vorankommen, weil die Action fehlt hier irgendwie, ne, so ein bisschen. Ja, ich würde auch mal sagen, also wir können ja gleich nochmal in den PvP-Modus springen. Ich glaube, da ist da für die Leute ein bisschen spannender, als uns beiden jetzt hier beim lustigen Tretminenwerfen zuzugucken. Wir können ja so alte Counter-Strike-Witze machen, so, keine Ahnung, so Floppy, die lustige Tretmine oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, guck mal, hier habe ich ganz, ganz viele Vorkommen. 4 auf einem Haufen. Boah, wo bist du denn da? Du bist außerhalb meines Radars, glaube ich. Ja, was lustig ist, meine Granaten gehen auch gerade gar nicht mehr hoch. Ach so, ist das noch innerhalb des Gebietes? Ja, ist es. Komisch. Ach, ist ja geil, die alten Autobahnen da hinten. Das ist ja cool. Also ist schon geil gemacht, muss man sagen. Sieht auch schon cool aus. Von der Optik wirklich sehr, sehr schön. Was mich allerdings jetzt gerade noch ein bisschen stört, ist, wenn ich jetzt meine Tretminen auf diese Dinger drauf werfe, dann verschwinden die, aber ich bekomme dafür nicht. Achte mal oben rechts, die explodieren. Oder manchmal explodieren die, manchmal verschwinden die einfach. Sollten wohl explodieren. Und oben rechts steigert sich immer... Was? Ich bekomme hier nichts. Ach Mann, das ist wirklich gerade zum Mäusemelken hier. Ach, jetzt bekomme ich was, Alter, das ist ja ein Ultra-Lag. Ach so. Stimmt. Das dauert nur Ewigkeiten. Ey, du sammelst mein ganzes Zeug auf. Das habe ich mir alle. Nee, ich habe mir selber gesprengt. Oh, ich bin fertig. Ah, sehr gut. Dann bin ich bestimmt auch gleich fertig. Die Wasserversorgung der Copacabana wiederherstellen können. Suchen wir Ratchet. Okay, suchen wir Ratchet. Ich warte aber natürlich noch auf den Huger. Ich guck mal ganz kurz da hinten, das Autobahnschild feiere ich gerade ein bisschen. Genau, geh du mal dein Autobahnschild feiern. Ich sammle hier jetzt noch ein paar Teile ein. Hoffe, dass ich danach auch die Quest beendet habe hier. Mann. Ich bin einfach so ein alter Landschaftsgucker. Ich könnte jetzt hier direkt spazieren gehen. Sollst aber da liegt noch eine Action machen, weißt du doch. Liest du nicht deine Kommentare? Ja, ich muss ja gerade warten. So, Ich muss ja gerade auf den langsamen Yuga warten, weißt du? Der macht nicht so viel Action, aber der braucht immer ein bisschen. Ja, ich musste gerade noch mit einem Auge in die Komplettlösung schauen. Natürlich. Auch mit einem Auge vor allem. Ja. So, was mache ich denn so lange? Ich muss ja ein bisschen Action zeigen. Ich nehme ja hier gerade auf. Ja. Ich stürze mich mal irgendwo ins Getümmel, würde ich sagen. Mach das mal. Geh mal ein bisschen töten und ich werf hier weiter meine lustigen Tretminen. Getümmel, wo bist du? Getümmel. Ich sehe es schon kommen, ich finde kein Getümmel, bis du da bist und dann aber richtig. Also mein Super-Lag hört jetzt hier gerade gar nicht mehr auf. Kriegst du gerade nichts mehr? Doch, das Zeug liegt auf dem Boden rum und wenn ich drüber laufe, hängt es mir quasi am Schuh, als wäre ich in einen großen Haufen hineingetreten. Aber...
viel mehr passiert da leider nicht. Bei mir war ja gerade ein ganz großes, donnerndes Brüllen, so ein Das ist, weil das ich gerade getrunken habe. Was ist das? Ach, da oben. Terrorklaue. Aber die hängt irgendwie irgendwo fest. Also das Spiel ist wirklich teilweise noch sehr buggy. Ich finde, das ist so gebietsabhängig. Wo ich jetzt hier gerade bin, da geht's wiederum besser. Die Terrorklaue ist einfach weg. Die hat einfach gesehen, dass du da jetzt kommst und gedacht, nee, mit denen lege ich mich jetzt hier nicht an. Ja, vielleicht, nee, ich glaube eher die Terrorklaue hat einen Disconnect wahrscheinlich. Weil das gerade so laggy ist oder ein Rage-Quit. Ach, sehe, du hast den Spaß bei dir, ne? Ja, natürlich. ich suche die Feinde und du findest die. Du ziehst das Unglück einfach magisch an. Ja, das ist leider wirklich so. Huch, ach Mensch. Na los, Bams. Ach so, jetzt verstehe ich auch. Alter, ich bin schon ganz schön gedamaged irgendwie wieder. Jetzt verstehe ich auch, das ist der Lag, warum ich nicht genau sehe, wann ich Monster treffe, wann nicht, weil das so lange dauert, bis das aktualisiert wird bei denen. Natürlich unschön. So, da hinten ist wieder was explodiert, da sind wieder irgendwelche Kriecher, mal gucken. Alter, die haben auch einen riesen Aktionsradius. Ihr sagt jetzt bei mir noch ein paar mehr, ich hoffe mal, dass damit jetzt so fast alles gleich... Ich hab's. Ja, ich glaube, bist du fertig? Nee. Bist du fertig? Hab das Anomale. Ich glaube, man braucht 10 oder so. Ich hab das Anomale jetzt gerade gefunden. Das hattest du ja auch. Okay, das müssen wir mal genau. Kurz bevor es bei dir dann endlich zu Ende ging. Vielleicht haben wir jetzt auch eigentlich gerade nur eine blöde Zeit erwischt und die machen so nebenher Serverarbeiten oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber naja, gut, ist ein Ami-Server, wenn die Amis da alle drauf connecten ja. Und dann natürlich der Ping bis nach Deutschland, der geht da schon ein bisschen in den Keller. So, ich leiste ja mal ein bisschen Gesellschaft. Mach das. Hier. So. Hier sind überall so Fischis im Wasser. Wenn ich jetzt da meine Granate reinwerfe, können wir da so ein bisschen angeln hier nebenher? Das wäre cool. Oh, jetzt ein paar Fischstäbchen. Nee, leider nicht. Captain Igloo hat heute leider Feierabend. Ach, guck mal, da hinten, der zeigt es direkt an, ich soll da hinten zu dieser Silikatablagerung. Silikat klingt wie so ein 80er-Jahre-Spiel. Oh, hier ist auch wieder so eine große Eiterblase. Da kannst du mal so ein bisschen die Action starten gleich. In Silikat Valley. Ja, ich eile gerade zu dir. Ich hatte gerade noch. Es passt natürlich schön. Hatte gerade noch Besuch. So. Laden. Tatsache, es dauert immer ein bisschen, bis die sterben. Ist unfassbar. Ja. Ah, ich hab alle. Also man muss sagen, das Spiel macht immens Spaß. Ja. Wir haben jetzt noch nicht so viel Action. Es macht aber richtig Spaß, hier zu zocken so ein bisschen. Ich glaube, das wird im PvP auch gleich nochmal richtig abgehen. Aber wir werden im PvP völlig ablosen, weil wir so eine Verzögerung gerade haben, dass es eigentlich für ein MMO schon wieder... Naja, so ein bisschen unspielbar ist eigentlich. Da muss man schon sehr aufpassen. Wenn du die Action zeigen möchtest, nachdem wir die Quest abgegeben haben, uns um so einen Sump kümmern. Die Absturzstellen, die wir auch vorhin hatten. Da hängt irgendwas im Baum. Ja, das ist, und wir sind irgendwie, das ist übrigens so ein Teil, glaube ich. Aber ich glaube, wir sind auch falsch hier. Ja, wir müssen da hinten lang. 105 Meter nach Ratchet. Übrigens schön, okay. Ratchet, ne? Ja, Ratchet kommt mir sehr bekannt vor. Mir auch. Vielleicht können wir dann nochmal bei Orgrimmar vorbeischauen. Auf jeden Fall, und mal kurz Thrall guten Tag. Ah, die Thrall gibt's ja erstmal nicht mehr so. Ja, leider nicht mehr. Dem scheiß Höllschrei, den hasse ich ja. Wird übrigens wahrscheinlich der Endgegner von Mists of Pandaria werden. Was? Hm? Krass, für beide Fraktionen? Jojo, habe ich dir jetzt mal gerade so ein bisschen gespoilert. Ach krass, finde ich aber gut, ich mochte den noch nie. Ja, ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Der ist ja auch wirklich genauso aufgebaut worden, so den Obermotz, den keiner leiden kann und der dreht durch oder wird korrumpiert. Ja, finde ich dann aber scheiße, dass der bei der Horde ist. Der hätte bei der Allianz wäre der viel besser aufgehoben. Ja, die Allianz ist einfach zu lieb gewesen. Irgendwie.
Ja, das kann sein. So. Finde ich gar nicht mal. Ja, es ist, also, es ist ja, ich weiß, da gibt es ja so ein schönes Wort. Also, die Allianz sind immer so ein bisschen die sehr, ich sag mal, sehr straighten Typen. So ja, das stimmt. Arm und reich, irgendwie Klassentrennung. Ja, das stimmt schon, das stimmt. So, warte mal, für die Ehre. Hier, warte mal ganz kurz mit Alten quatschen. Hallo, Ratchet. Hey, du hast alle gefunden. Bring sie mir, dann zeige ich dir, wie du den Mikroprozessor nachbauen kannst. Eine echte Schönheit. Verwende die Produktionsstation da drüben, dann zeige ich dir, wie du sie zusammenbaust. Ich wette, du hast noch nie eine Omnidyne-M-Düse verwendet. Gut gemacht. Du hast nun genug Erfahrung im Fliegen eines Battleframes, um dir neue Technologien zu leisten. Denk daran, das Accord behandelt deine Erfahrung wie Geld. Also gib es überlegt aus. Okay, wir können also jetzt zum ersten Mal craften. Das machen wir hier in diesen komischen Dingern. Wenn du gefunden hast, bist du in der Lage, eine Ersatz-MPU zu bauen. Die Moleküle werden Schicht für Schicht gedruckt. Lade die Produktionsstation mit der MPU-Vorlage. Es sollte nur ein paar Sekunden dauern, bis es gebaut und fertig zum Abladen ist. Ach du Schreck. Ja, so, jetzt die Basis-MPU ist aber ganz einfach eigentlich. Er sieht kompliziert aus, weil man hier so viel machen kann. Ist aber ganz einfach und es wird einem auch gleich gezeigt, was man machen muss. So, und ich baue jetzt, zack. Und schon haben wir die Basis-MPU gebaut. Nee, das dauert jetzt 17 Sekunden, 20 Sekunden insgesamt. Ah, Mensch, ich ziehe wieder voll das Let's Test in die Länge. Ja, ne, der Gronkh sagt ja gerade eben noch Action, der will jetzt erstmal noch ein bisschen rumcraften. Gleich will er auch, ja, auch noch bestimmt die Angel rausholen. Ja, ah, das wäre cool. Ja, auf jeden Fall. So, entnehmen. Wir haben ja die Fische haben wir schon gesehen. So, ich entnehme mal, genau, und ich auch. Bingo, der Lack ist trocken. Fertig. Wir müssen das zu der Hauptventilstation bringen und installieren. Ich verbreite die Änderungen über das Sinn zu den anderen Ventilen. Und danach sollte alles laufen. Aber Vorsicht, er macht ganz schön Krach. Lockt sicher ein paar ungebetene Gäste an. Natürlich lockt er das. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen Action. Nein, das soll er doch. Hier sind ja hier nicht im Kindergarten, oder was? Richtig. Ich will jetzt auch mal wieder ein bisschen auf die Schnauze hauen. Was geht richtig los hier? Muss meine Aggression mal wieder ein bisschen loswerden hier in dieser Scheiße. Volles Rohr. Was ich übrigens sehr, sehr, sehr gut finde, die Quests sind alle bisher vertont. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr modern. Ne? Also, weil gerade durch SWTOR und Guild Wars 2 ist es ja jetzt modern geworden, dass Quests vertont werden. Finde ich gut, dass es auch bei einem Free-to-Play-Titel so gemacht wird. Ja, und das wird immer krasser, glaube ich, bei den ganzen Games. Und dass sowas als Free-to-Play überhaupt, wie sich das trägt, ist mir dann immer die Frage, weil das müssen ja nach und nach immer immensere Aufwandskosten sein. Ja, ist aber und so, da so musste eine Sache, ne? 80% der Games scheitern ja, kann ich ja auch mal sagen. So als ja natürlich, das stimmt. Das stimmt, hast ja auch recht. So, Aquädukt Hauptstation. Es dauert ein wenig, um es in den Ventilmechanismus einzuführen. Ich kann dir gleich sagen, es wird jetzt lustig. Ja, ich setz schon vor. Oh, scheiße. Sehr gut, sehr gut. Ich muss mich hier aber irgendwie safe stellen. Drück dann by the way mal Q bei dir, wenn du es nicht schon denkst zu machen. Q? Ach, na endlich! Da war die Knarre. 25% abgeschlossen. Die ist viel geiler. Boah. Kann man sich nicht hier einfach draufstellen? Boah, guck mal hier unten, da fährt einer mit dem Motorrad lang. Guck mal her. Wie geil, ja, ich sehe das gerade. Aber ich fürchte, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, ich jump den gerade mal ein bisschen nach. Nicht schlecht. Ja. Die Quest sollte... Oh, ich bin bald wieder tot. Ja, ich komme zu dir. Ich setz noch einen Schiffsturm. Direkt neben uns ist auch noch so eine Eiterblase geplatzt gerade. Sind fast da. Hardware-Installation zu 75% abgeschlossen. Halte durch. Oh. Alter Schwede. Boah, mir geht's gar nicht gut. Mir auch nicht. Deswegen gehe ich auch ganz kurz mal einen Schritt zurück. Hier ist ein bisschen Liebe. Du hast es geschafft. Das Wasser fließt wieder. Komm, okay, bloß weg. Und ich geb dir einen Haus. Hey, vielleicht brauche ich okay, bloß weg. Noch. Weg. Das Wasser fließt, aber noch lange nicht schnell genug. Was meinst du, dieser Erholungsort war niemals dazu ausgelegt, so viele Leute zu beherbergen, wie sie der Akkord hergebracht hat, nachdem sie den Ort in Beschlag genommen haben. Ich werde diese Pumpen schnell starten, aber ich brauche dafür reine Christizsamen. Ich bin mir sicher, du kannst beim Akkord welches anfordern. Verdammt unwahrscheinlich. Das Akkord hortet jede Ressource, die es finden kann.
Wir müssen unsere eigenen Kristizsamen ergattern und dafür brauchen wir einen Thumper. Glücklicherweise habe ich einen zerstörten gefunden, den ich repariere. Ich brauche nur Tiki. Tiki? Meine Aufklärungsdrohne. Tiki kann so ziemlich alles finden. Ich habe seine Scanner selbst verbessert. Ich habe ihn zum Scannen rausgeschickt, aber er ist bisher noch nicht zurückgekommen. Ich lade die letzten bekannten Positionen in deine Sinnkarte. Finde Tiki und ich bringe derweil den Thumper auf Vordermann. So, den Tiki finden wir natürlich gleich, aber erstmal müssen wir hier dringend mal ein bisschen Energie auftanken. So, habe ich jetzt eben mal schon gemacht hier, also ich... Das war auch bei mir gerade höchste Eisenbahn gewesen, ja, bei dir auch, wie ich sehe. Ja. Ich bin auch nur halb, genau wie du, nur halb aufgeladen. Ja, besser halb als gar nicht. Da wird sich ja irgendwo noch so ein blöder Heal-Apparat finden lassen. Wünsch mir die ganze bestimmt. Stadt leer. No. Hast du einen gefunden? Ja, also ich hatte jetzt hier oben einen. Ah, jetzt der ist wieder gerespawnt. So, ich mache jetzt cool. Die zweite Hälfte. Hey. Ja, bleib doch einfach kurz stehen. Der wird ja gleich wiederkommen. Dein Wort, weißt du. Ja, weißt du. Mein Wort im Turm von Babylon. Genau da. Der Riesentampon fürs Ohr. So, haben wir denn hier... Ich guck mal nach dem anderen Healer. Das dauert mir zu lange, da rumzustehen. Hier habe ich schon einen gefunden. Hier ist einer. Ach, der ist jetzt wieder respawned. Okay, super. So, wo wollen wir denn... Also wir hätten uns jetzt ja auch, wir sind ja auch mal wieder doof und es hagelt auch bestimmt gleich wieder, ja, Ohrfeigen-Kommentare, weil wir hätten uns ja beim Craften kleine Healpacks bauen können. Ja, das stimmt schon, aber wir wollen natürlich das Let's Test nicht unnötig in die Länge ziehen, weißt du? Hast ja auch wieder recht, ne? Deswegen fliegen wir einfach mal unnötig zurück. So. Okay, wollen wir Bruttümpel da hinten mal angehen? Ja, Bruttümpel, das klingt auf jeden Fall, als ob man da ein paar Gesichter schmelzen kann. Ja, du bist doch so ein alter MMO-Hase. Wie ist denn bis jetzt dein Resümee hier von dem ganzen Ding? Mein Resümee spielt sich sehr schön, allerdings ein bisschen geradlinig für meinen Geschmack. Also mir fehlt gerade so ein bisschen dieses Rumrennen, Quests annehmen, Quests abarbeiten. Das fehlt mir gerade ein bisschen. Der Vorteil ist, wir haben eine kleine gute Story. Das heißt, man hat auch so einen kleinen Ankerpunkt in der Welt. Finde ich, ist immer sehr wichtig. Und mit der Vertonung kann man das so schön nebenher daddeln. Aber wir sind ja auch noch im Anfangsgebiet. Man weiß ja nicht, wie das so in 10, 20 Leveln aussehen wird. Was erschreckend ist, dass das hier alles Anfangsgebiet ist, ne, so ein bisschen. Es gibt hier, glaube ich, gar keine Level. Ich glaube, wir bekommen nur die Erfahrung und können die dann in neue Skills und so weiter investieren. Ach, hör auf. Ich komme mir so ein bisschen vor, weißt du, wie ich mir mit der Knarre hier vorkomme gerade? Als müssten wir gleich den Brainbug holen. Aber original. Ja. Wechseln mein Magazin. So. Hunde, wollt ihr ewig leben? Aber man muss ja sagen, wir stellen uns dieses Mal wesentlich besser an als in unserem letzten gemeinsamen Spiel. Kannst du dich noch erinnern? Boah, ja, ich erinnere mich noch sehr genau. Haben wir uns nicht gerade... So, was schießt du da eigentlich gerade? Gar nicht. Auf was schießt du? Ach so. Komm, wir gehen mal zum Bruttümpel. Ich glaube, da müssen wir Fliegen killen. Oder irgendwas rausholen. Ich habe auch meine überdimensionale Fliegenklatsche dabei. Sehr gut. So nennst du ihn also. Was sind das da für Blasen, die in dem Tümpel aufsteigen? Vorsicht! Solange diese Aasfresser hier sind, wirst du ihn nie finden. Er versteckt sich vor ihnen. Du musst sie vorher beseitigen. Na los, baller rein, Mann! Nicht nachladen! Türme aufbauen und immer verteidigen. Ja, bin ja dabei hier gerade so. Alter! Hast du dich gerade eben noch über zu wenig Action beschwert? Nö, kann ich mich nicht dran erinnern. Kein Wort ohne meinen Anwalt. Ja, dein Wort in deines Anwalts Ohr. So. Und wir müssen jetzt diese komischen Löcher hier abgrasen, ne? Diese komischen Blubbelblasen. Ja. Ich mach das mal eben. Ach! Da geht's direkt weiter, die Luzi hier. Oh, ich presse auch gerade ganz schön Schaden, stell ich fest. Ihr fliegende Lutscher! Fuck yeah! Alter! Hatte ich gerade eine fette Fliege im Gesicht. Und ich würde sagen, wir locken die Viecher immer zu den Geschütztürmen. Es bringt nichts, wenn wir die an Ort und Stelle bekämpfen. Hast du recht, also würde ich mal sagen, stellen wir uns mal ein bisschen besser an. Und ich setze hier mal noch einen Geschützturm hin.
Hier kann ich erst in zwei Sekunden. Eine Sekunde. So. Alter, die Waffe ist voll dämlich. Ich muss mal ein bisschen den Projektil hier einsammeln, weil. Und du aber auch, ne? Boah, Alter, ja. Wenn der Heal. Er taucht schon wieder auf. Lass uns den hier, diese grünen Dinger, die aus dem Wasser rausstrahlen, das sind Heals. Ich finde ja noch keine. Ich habe noch keine gesehen. Ich habe die ja schon ein paar Mal gesehen, die Heals, aber hier noch nicht. Und ich bräuchte mal welche. So, meine Türmchen ballern natürlich voll rein. Oh, es kommen hier immer mehr. Kleine Viecher. Vielleicht sollten wir auch einfach mal weglaufen von hier. Vielleicht ist aber die Gegend so, weil die respawnen ja immer mehr. Wir müssen nur diese Gezeitenplünderer hier töten. Ach so, hast du noch nicht? Ich habe schon drei von drei jetzt fertig. Zwei von drei immer noch. Einer fehlt mir noch. Okay. Das ist aber merkwürdig. Als Gruppe sollten wir uns auf die Kills teilen eigentlich, oder nicht? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen buggy einfach alles noch. Nicht so wirklich. Das Spiel soll aber, soweit ich das weiß, ich glaube sogar noch dieses Jahr. Ich muss mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen. So, ich mache hier mal noch eine Runde. Ach so, na klar. Acht los, durchs Wasser laufen, wie früher beim Wannsee-Urlaub. So, den machst du platt. Ich kill die nur ein bisschen runter, damit du die platt machen kannst. So, hab alle. Super. Oh, warte mal, die Grünen, lass mal bitte mir da hinten. Ach, ja. Du brauchst auch einen. Nimm du erstmal. Ich hab jetzt gerade eben. Okay, warte, ich nehm einen, nimmst du den anderen. Ah, komm. Brüderlich geteilt hier. Genau, so machen wir's. Ah. Drescher-Nest. So. Der Ort ist unheimlich. Ich verstehe nicht, warum sich eine Drohne hier verstecken würde. Ja, die Drohne. Ach du Scheiße. Wir sollten Türme aufbauen und uns in Sicherheit bringen. Yep, bin dabei. So, super. So. Aber ich glaube, ist das hier, wo wir. Ach doch, da hinten ist das. Nee, wir sind falsch hier. Das sind gar nicht die Dreschernester, oder? Nee, sind sie auch nicht. Die sind nämlich da hinten, aber. Aber warte mal, hier ist auch. Ich hoffe was? Ganz kurz. Ah, verdammt, meine Türme haben schon wieder so eine Beulenpest da hinten aufgeschossen. Heißt, wir kriegen jetzt hier wieder gleich Besuch. Wir sollten ein bisschen Gas geben, denn mein Leben, ja. Okay, oh, Entschuldigung, ich habe gerade einen Hels aufgesammelt. Jetzt bin ich oh, tot. Ach, Scheiße. Ich kämpfe jetzt gerade noch um mein Leben. 10 Sekunden noch. Ich kann dich leider nicht healen. Ach, du bist ja auch kein Sunny. Ach doch, warte, eh. Ich kann nicht wiederbeleben. Oh, wird noch was, oder? Aber das war ja aber auch nicht. Super, jetzt aber abhauen. Ja. Schnell weg zu den Dreschernestern. Und du siehst gesundheitlich immer noch nicht. Ne, dass wir deine Let's-Test-Zeit nicht überziehen. Wir sind ungefähr dort, ja, das ist Wurst. Ach, Scheiße. Ach, Kacke. Alter, hier ist Krieg. Ja, ich sehe das schon, aber wir müssen ja. Ach, hier, weil jetzt hier nämlich gerade dieses Event läuft. Ne, dieser Thumper. Ah, das ist natürlich praktisch. Da mischen wir gleich mal mit, oder? Auf jeden Fall. Da müssen wir die Waffen schwingen. Ich setze ein paar Türmchen auf den Boden. Hier, da ist ein grüner Heal. Hol dir den mal. Ja, bin dabei. Hier ist noch einer. So, zack und voll. So, super. Also in diesen Gefechten ist natürlich dieser Shooter-Modus, der Ego-Modus ist da wirklich Gold wert hier, muss ich mal sagen. Ja, das stimmt. Macht auch super Spaß. Ja. Ist nicht zu schwer, also man überlebt noch zum Glück ein paar Runden. Der ist halt ein bisschen MMO-mäßig, noch nicht ganz so Call of Duty-mäßig, wo so ein Schuss im Oberkörper gleich tot quasi. So, wir müssen jetzt hier noch irgendwie keine Ahnung was machen. Ich glaube, die Prozentzahl muss auf 100 gehen hier. Also momentan, ich stelle mich mal einfach hin und muss gar nichts machen. Das ist auch ganz gut. Ach, von oben kommen die auch noch. Und jetzt haben sie jetzt hier wirklich mit der ganzen Flora und Fauna zu tun. Bams. Leck mich am Popo, Natur. Scheiß auf euch. Ich hasse euch. Warum Atomkraftwerke abschalten? Mein Strom kommt aus der Steckdose. So, ich hab doch Heal aufgesammelt. Jetzt heal doch. Ich jetzt doch mal hier. Wenn da mal.
Ja, wir haben das Ding irgendwie auf 80%. Ich hoffe dann... Oh, komm mal da hinten. Ja. Hier. Ich gucke und ballere schon da, wo du bist. Aber aus mehr Entfernung, weil ich will nicht so nah rangehen. Und da kriege ich auch gleich ein Heal, Gott sei Dank. Ja, zum Glück, sage ich mal. Ja. Also man kann eigentlich nur hoffen, dass das Spiel auf deutsche Server kriegen wird, oder wenigstens europäische. Denn ja, aber obwohl momentan geht's aber mit dem Lag. Ja, ich bin gerade aus dem Spiel rausgetappt, mal auf die Uhr zu schauen. Und ja. Als ich da rein bin, war erstmal gar keine Grafik geladen. Da war nur. Ach krass. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ach, WTF. Pillendreher. Zornklaue hier. Aber tot. Ja, ne? Totklaue. Gut so. Okay, jetzt ist die Frage, haben wir das jetzt hier eigentlich geschafft? Also das Ding ist ja jetzt direkt über uns. Ich bin mir nicht sicher. Ach, hier, guck mal, hier ist irgendwie... Ja, ich glaube, wir haben jetzt diese Mission selbst nicht gehabt oder haben es nicht geschafft oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber wir haben geholfen und das ist doch alles, was zählt. Ja, wenn wir... Ach mal, jetzt empfehlen die uns hier auch. Mensch, ist ja... Ach, cool. So, was ist das jetzt hier? Guck mal. Do not cross. Okay, gehen wir da mal. Warte mal, da kommt was. Alter! Cool. Das sah ja geil aus. Und nu, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Oder geht's jetzt nochmal eine Runde los? Ich verstehe das gar nicht so richtig. Ist das das Event oder ist das einfach nur so ein Ding? Ey, ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin auf jeden Fall wieder zu Hause gerade. Wie zu Hause? Hä? Ja, ich bin noch gestorben, weil Do Not Cross so. Hieß ja bei mir auf jeden Fall, das ist genauso wie Don't Press This Button bei mir, ne? Kennst du es ja. Ach so, und da war eine Mine? Nee, da kommt oben dieses Raumschiff runter und ist mir quasi auf die Ach die so. Gefallen. Jetzt habe ich hoffe, das eine Riesenbeule. Ich hoffe, das sehe ich dann noch am Ende. So, ich bin aber schon wieder bei dir. Jetzt fangen sich aber schon wieder irgendwie bei 1 an oder so. Ich gucke das mal ganz kurz von oben. Wir sind gar nicht so viele, wie man denkt. Hast massenhaft Skills rum. So. Hier von der hinten kommt. Oh, guck mal, ist ja so ein großer Dino. Ja, die Dinos, zu denen kommen wir gleich noch während der Quest. Die sind richtig mies. Die machen auch richtig böse Damage. Oha. Die haben nämlich so einen Rückenschwanz quasi. Also hinten so einen schuppigen Schwanz. Und wenn sie den einmal schwingen lassen, kannst du ja ausmalen, wie es aussieht. Okay. Die Frage ist, wollen wir jetzt hier nochmal dieses Raumschiff mitmachen oder wollen wir dann unsere Quest weiterverfolgen? Ich habe keine Munition mehr für die eine Waffe. Warte. Ich ging aber auch über eine Munition rum. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Munition, aber ich glaube, wir sollten nochmal die Quests machen, weil ich glaube, wir kommen mal eh nicht weiter. Genau. So, müssen wir da hinten hin. So, wo bist du denn eigentlich gerade? Eigentlich war ich gerade schon auf dem Weg gewesen. Ich bin hinter dir wieder. Ach so. Immer, ne? Okay, dann müssen wir... Ich stehe hinter dir. Super. Laufen wir mal zu den Zischerhöhlen einfach. Genau, Zischerhöhlen. Ach hier, Sampa-Kerne müssen wir noch suchen und noch die Zischerhöhlen. Die Zischellhöhlen noch. Ach genau, die Zischellhöhlen. Da bin ich auch gerade schon. Ich glaube, wir müssen guck mal, ist das mal jetzt wieder... Hier, guck mal, ist das schon so ein Ding. Einfach aktivieren hier. Zack, genau. Mach ich jetzt auch? Das, ich glaube, da sucht man. Ja. Oh, bei dir kam sogar noch ein Heal bei raus. Brauchst du den? Ich nicht. Nee, du auch nicht gerade. Da hinten ist das nächste. Also ich renne mal ganz kurz hin. Ich muss mal wirklich sagen, mal abgesehen davon, dass du mir gerade wieder mein Quest-Objekte weggenommen hast, wenn das Spiel hier mal irgendwann Retail ist mit einem europäischen Server, hier spricht ja Kurt Kummer Steuerzentrale. Warnung. Warte, Sie betreten eine Zone, in der sich bekanntermaßen eine Patrouille der Chosen aufhält. Machen Sie sie platt. Und das Accord wird Ihren Einsatz belohnen. Ich habe gerade eine Zwischenquest bekommen, dass sich hier angeblich irgendwo in der Zone eine Einheit der Chosen aufhält. Und wenn man die platt macht, kriegt man einen Sonderbonus. Mhm. Also die Zischer scheinen überhaupt nicht auf uns zu reagieren, kann das sein? Irgendwie nicht so, aber bin ich auch gerade ein bisschen froh drüber. So, es sind nur noch diese... Du alter Höhlenklauer. Diese 3 Sampa-Kerne brauchen wir noch. Warte mal. Ich glaube, hier ist der Knirps so. Nicht. Wir sollten woanders nachsehen. Hast du die 3 Höhlen schon? Yep. Okay, dann müssen wir als nächstes zu den Dreschernestern. Genau, und diese Sampa-Kerne holen. Okay, dann machen wir doch das. Kann es sein, dass
wir da eben gerade waren. Oh, ja, stimmt. Aber das ist, glaube ich, eine andere Quest. Ich glaube, das ist eine andere Quest als diese Dinger da. Ja. Also kann man sicher. Ach, hier, guck mal, hier hinten ist es auch, ist auch noch so ein Teil. Guck mal. Wo denn? Haben, wo denn, hier haben denn? Wir so einen komischen Sumper. Ja, ja, zwei Stück habe ich gesehen. Ach, okay. Gut. Aber das letzte Mal liefen ja Dinosaurier rum, als ich hier questen musste. Und die haben einen richtig weggeschlagen. Die sind irgendwie alle weg. Hier kommt doch so, ich gar so nicht. Ein komisches Trommelgeräusch. Und ja. Ich finde auch schon wieder keine Quest-Objectives hier. Ich habe ein Ding habe ich schon gefunden. Einen so einen Sampa-Kern oder wie es da heißt. Ja, da ist noch einer. Du läufst gerade drauf zu. Daneben ist auch noch einer. Den schnapp ich mir jetzt hier mal. Zack. Ich sehe die momentan gar nicht. So. Ehrlich gesagt, ach, da hinten. So, Sampa-Kern. Ja, Sampa sind übrigens diese Dinger, die da rumhängen. Die heißen Sampa. Daumer. Oh. Däumlings. Huch. Kennst du noch Down of the Dumps? Nee. Das ist so ein Point-and-Click. Da haben sie sich damals so an 3D-Grafik versucht. So Ende der 90er. Super lustig. Aha. Also vom Humor her so ein bisschen Daedalic-mäßig. Cool, nee, kenne ich gar nicht. Deutsch oder Englisch? Deutsch auch. Habe ich als Kind gespielt, wollte ich auch letztens mal Let's Playen, aber kriegt man halt nirgendwo mehr her, außer man will irgendwie so 200.000 Euro Sammler ausgeben. Heißt das Down in the Dumps? Genau. Der Name kommt mir bekannt ja, vor, das, aber ich kann da nichts zuordnen gerade. Das ist einer von diesen Titeln, die eigentlich total toll waren, aber die es leider nicht geschafft haben. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Aber das kann ich dir mal empfehlen, irgendwie Down of the Dumps. Muss ich mal gucken, wenn ich das noch irgendwo herkriege. Also, da hinten habe ich übrigens meinen letzten Sumper-Kern. So, ich habe meinen jetzt auch. Warte. Scanhammer, Mission abgeschlossen. Moment. Aber er sieht ziemlich mitgenommen aus. Er kann sich kaum über den Boden halten. Wer behauptet, dass wir eine stinkende Scan-Drohne brauchen? Wir brauchen nur den Scanhammer, den sie transportiert. Scanhammer? Scanhammer, Scanner, Scannerhammer, was auch immer. Nenn es wie du willst, jede Drohne hat einen. Wir müssen ihn Ratchet zurückgeben. Aber es ist immerhin etwas. Gute Idee, Oilspill. Ich versuche nur, mich nützlich zu machen. Chef, Ratchet hat uns 3 Standorte gesendet, an denen sie eine hohe Ausbeute von Christit-Samen vermutet. Geh dorthin und verwende Ratchets Scanhammer, um nachzusehen, ob wir etwas finden können. Um den Scanhammer zu nutzen, rüste ihn einfach aus und ramme das Schätzchen in den Boden. Er jagt eine seismische Welle durch die Erde und übermittelt die Ergebnisse an deinen Sinn. Wenn er etwas gefunden hat, kannst du es in deinem Sinn erkennen. Wenn nicht, dann such einfach weiter. Okay, dann brauchen wir also erstmal diesen Scanhammer. Oder haben wir den schon? Scanne nach Rohstoffen und verwende den Sumper, um sie zu sammeln. Teste den Scanhammer. Also wir haben das Ding, glaube ich, schon. So, da hinten ist eine Sumping-Stelle. 500 Meter von hier. Ja. Ganz schön dunkel hier. Man sieht da fast die Hand vor Augen nicht. Ja, es ist Nacht geworden, wie es aussieht. Aber sehr dunkle Nacht. Also hat schon was Cooles, finde ich. Also hat man wirklich richtige Nacht. Stimmt. Also hier außerhalb, ne, hier wo wir jetzt gerade sind. Boah, guck mal hier, guck mich mal an, ist so richtig technomäßig. So ein bisschen, so ein bisschen Deathpunk-mäßig. Oh, warte mal, die quatscht wieder. Wähle eine Akkord-Technologie-Lizenz aus, um mehr Informationen zu erhalten und um es mit deinen gesammelten Erfahrungspunkten freizuschalten. Aha, aha, aha. Huch, du bist bei mir gerade festgefroren. Ah, jetzt läufst du. Ja, war auch gerade ein bisschen komisch gewesen. Ich bin gerade in der Bewegung erstarrt. Genau, bei mir aber auch. Also sah bei mir genauso aus. Ich muss wirklich sagen, die Grafik ist wirklich sehr, 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 sehr gelungen. Das Cell-Shading ist echt, wie du schon sagst, nicht jedermanns Sache. Aber gerade die Lichteffekte sind richtig toll. Die Schatten sind sehr toll. Aber ich glaube, mit diesem Streaming haben sie sich ein bisschen zu viel vorgenommen. Ich bin sehr gespannt. Also ich muss da sagen, ich bin selber kein Cell-Shading-Freund, aber ich finde, hier ist das eigentlich sehr stimmig und angenehm. Auch beim Spielen selber. Das mit dem Streaming, naja, warten wir mal ab. Huha! Gleiter aktiviert, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt bin ich auch noch verwundet. So, da ist diese Humping-Stelle. Da muss ich gleich nur noch herausfinden, wie wir diesen Hammer ausrüsten können. Hier kommt der Engel von oben. So. Hier sind wir bei der Thumping-Stelle.
Ja, wenn du mit deinem Hammer einen Mineralknoten findest, verwende das Thumper-Signal. Ja, hast du das jetzt gemacht, dieses Ding aus? Der Thumper kriegt die Ressourcen dann automatisch aus und lagert sie in seinem Rumpf ein. Du musst nur eine Sache über Thumper wissen. Sie sind laut und bei den wilden Tieren nicht gerade beliebt. Also beschütze ihn gut vor Arenas oder Schlimmerem, sonst kannst du dir gleich einen neuen kaufen. Okay, mit der 4 machst du den wieder. Okay. Genau wie der Granaten. Der wird immer unten angezeigt, in der unteren Leiste. Siehst du immer. Bams. Oberfläche nicht für Thumper geeignet. Und hier? Alter, es ist echt dunkel gerade. Ich hätte gerne Taschenlampe. Hier ist bestimmt super geeignet. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Achso, du bist so still geworden, so nachdenklich. Ja, ich bin gerade so ein bisschen nachdenklich, wie wir das jetzt hier überhaupt alles machen sollen. Fordere einen Thumper an und beschütze ihn, sobald du ein Rohstoffvorkommen gefunden hast. Der Thumper muss aber... Aha, da hinten für Something stellen und dann einen Thumper anfordern. Oder wie machen wir das jetzt? Ich weiß nicht, wir müssen erstmal eine Stelle finden. Ich laufe ja gerade das gelbe Gebiet ab auf der Map, um irgendwie eine Stelle zu finden, wo es vielleicht ein bisschen leerer ist oder so. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie nicht so leicht. Ah, ich habe eine Stelle gefunden. Ah, du Glückspilz. Ich natürlich leider nicht. Da hinten glänzt etwas grün. Ah, das bestimmt du. Ah, ich entschwimme. Oh, das verdammt! Kann sein. Was denn? Ich bin ertrunken. Was? Ja, ich bin gerade. Ich wollte gerade einfach. Ich habe nicht gesehen, dass das Wasser tiefer wird. Bin weitergelaufen. Und dann habe ich mal den Tieftaucher gemacht. Leider ohne Rückkehr. So, mal gucken, ob das hier richtig ist oder nicht. Das ist voll verwirrend. Vor allen Dingen, ich finde, ich habe ja grüne Wellen, aber ich raff nicht ganz, was es heißen soll. 6 von 48 steht da unten jetzt, aber... Akkord-Presshammer? Was? Scanbericht. Ach so. Wie ich jetzt die Rohstoffe hier rauskriege, das weiß ich. Ach, hier habe ich Korallit gesammelt, oder was? Ja, stimmt. Wir müssen, nee, Korallit ist das Ding, was es hier sowieso überall gibt. Fordere einen Thumper an und beschütze ihn, aber ich weiß gar nicht, wie ich ihn anfordern soll. Wie kann ich den denn anfordern? Ich... Guck jetzt hier auch gerade. Wenn ich die mal Thumping stelle, da gehe ich dann dahin, wo das Ding ist. Und im Endeffekt ist hier aber bloß Wasser. Also das Spiel ist, ich muss sagen, ist noch sehr verwirrend. Ja. Das finde ich noch ein bisschen schade, dass einem da nichts erklärt wird und gar nichts. Ich weiß nicht, wollen wir dann jetzt einfach mal, bevor wir jetzt hier ewig rumsuchen, mal nochmal schnell einen Blick ins PvP werfen? Das können wir gerne machen. Dazu müssen wir irgendwie in die Stadt zurück, ne? Genau. Weil... Ich sag mal, ist jetzt hier auch gerade dunkel, da ist es ja, denke ich mal, eh nicht so gut, hier irgendwas zu sehen. Das stimmt. Oh, ich fliege hier ganz falsch. Kann auch mal gucken, dass ich jetzt hier richtig bin. Ich komme dir mal gerade entgegengeeilt. Ey. Ach so. Oh nein, nein, nicht runter. Och, man. Ich doch kurz. Ich sehe dich gerade abstürzen. war der Saft alle gewesen. Jetzt hänge ich schon wieder ganz kurz. That's what she said. Ja. So. Ich warte mal auf dich. Bin ach, da kommst du ja schon. Super, dann suchen wir uns eine PvP-Stelle. Mit Schiff kannst du sprinten, ne, weißt du? Ja. Übliche. Okay, hier haben wir schon die PvP-Stelle. Ich bin gespannt. Wir werden bestimmt furchtbar ablosen, weil wir halt ganz miese Pings haben einfach. So. PvP, Warteschlange. Was wollen wir machen? Hä? Team Deathmatch, ja, ne? Ich krieg bei mir gar kein Menü und nichts. Also ich krieg hier eins, dann komm mal zu mir an die Stelle ran. Ich hab uns ja auch. Kann man uns ja auch als Gruppe anmelden oder so? Ich weiß es nicht. Team Deathmatch. Mach mal hier für Sabotage, Ernte. So, ich hab mich mal angemeldet. Für welche Karte denn? Ja, für alle 4. Okay, Laps, Laps. Laps, Laps. 5% Bonus für Mehrfachanmeldung. Was heißt denn das überhaupt? 5% XP Bonus. So, Request sent, aber wann wir da reinkommen, wissen wir beide nicht, ne? Das ist ja auch ein bisschen doof. Warteschlange einreihen.
So. Dann haben wir hier Open World Instanz des Gruppen. Ach, guck mal hier, wenn wir jetzt in der Gruppe sind, können wir hier über O Open World Instanz des Gruppenführers beitreten. Über O Open World Instanz? Ja, ach da, Anführer beitreten. Ja. Ah, okay, dann verstehe ich das. Das hätten wir vorhin gebraucht. Ja, hätten wir irgendwie schon, aber gut, das haben wir ja zum Glück alles noch geklärt. So. Aber jetzt, wo wir so aufs PvP warten, ja, mein lieber Gronkh, was hältst du denn so von Firefall? Also ich muss sagen, ich hab's ja vorher schon, huch, ja, da ist eine Wache eingefroren gerade. Jetzt ist sie weg, verschwunden da vorne. Ich hab's ja vorher schon mal ein bisschen Singleplayer angespielt, auch ohne die nervigen Lags, die man hier so hat momentan. Und ich muss sagen, es macht mir, ich bin überhaupt kein Zukunfts-Heini, so was das angeht. Oder so ein MMO-FPS ist eigentlich gar nicht meins, aber es macht mir erstaunlicherweise immens viel Spaß dafür. Jetzt mal, das Einzige, was mich wirklich nervt, das muss man aber auch mal offen sagen, einerseits diese gestreamten Texturen finde ich ätzend und unnötig, weil ganz ehrlich, da habe ich lieber einen 10 GB Client, anstatt mir Texturen nachladen zu müssen. Und andererseits halt, dass wirklich gar nichts erklärt wird. Man kriegt Aufgaben, macht dies, macht das, aber dann brauchst du halt irgendwelche Hotkeys, bla, das ist alles unnötig kompliziert, muss ich ja mal leider sagen. Da kann man sich wirklich eine große Scheibe, gerade bei, es tut mir leid, den Genre-Riesen wieder zu nennen, gerade bei WoW abschneiden, wo wirklich alles sehr, sehr vereinfacht immer erklärt wird, auch wenn viel stark vereinfacht wird. Aber das hier ist natürlich momentan das komplette Gegenteil davon. Ja, da gebe ich dir so eigentlich in den meisten Punkten recht. Also, was ich immer noch mit sagen muss, es ist ein Free-to-Play-Titel und ich sag mal, dafür bekommt man hier schon sehr ordentliches Game. Ja, das Game ohne Frage. Man ja immer nicht vergessen, für ein Game 40 € ausgeben oder es für lau bekommen, für Gotteslohn quasi. Guck mal hier, ganz kurz, bei mir siehst du die Alter da in der Luft schweben. Wo bist du denn? Ja, da. Der Hammer. Ja, also so. Das ist natürlich so typisch Beta. Es backt hier alles noch ein bisschen rum. Man kann nur hoffen, dass es besser wird, weil, ich sag mal, das ist gerade noch nicht so, dass es mir Spaß macht, diesen ganzen Lags und so. Also, ja, die Lags, wie gesagt, die Lags nerven mich. Gut, hast du recht, Free-to-Play-Titel, da kann man natürlich viel drüber wegsehen und so weiter, aber gerade heutzutage, auch auf dem Free-to-Play-Markt, hast du ja starke Konkurrenz überall. Das stimmt, gerade wenn es um MMO-FPS geht, wir dürfen ja ruhig mal Konkurrenten nennen. Blacklight Retribution zum Beispiel, was ja auch der gute Rahmenschnitzel spielt. Da gibt es auch ein richtiges Tutorial, da wird ja alles gezeigt und so weiter. Ist ja. Ne? So, ich frage mich gerade, wir werden wahrscheinlich kein PvP-Spiel mehr erleben, vermute ich mal. Ich glaube auch nicht. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen weiter nach oben und will mal gucken, ob man die Kriegsgebiete von hier oben einsehen kann. Das sah nämlich vorhin, das habe ich in der ersten Aufnahme, wo alles schief ging, habe ich das mal gemacht und da sah das richtig gut aus. Aber ich glaube, die Sampas, die Sache mit den Sampas ist vorbei. Ja. Ne, da hinten wird noch geballert. Huah! Ach, Gott sei Dank. Ich versuche an dir dran zu bleiben. Ich wollte gerade gar nicht springen. Ach cool, jetzt bin ich in so einem komischen Gleit drin. Wow, guck mal, man kann hier so fliegen. WTF, das ist ja cool. Das ist ja geil. So, ich wusste nicht genau, wie das funktioniert. Du gehst da oben auf dieses Ding drauf und drückst dann gleichzeitig die Leertaste und dann holst du quasi deine Bat-Flügel raus und gleitest durch den Nachthimmel. Na, das will ich jetzt noch machen. Ich wurde da immer einfach weggekickt. Wie so ein räudiger Hund. Ach, das ist ja geil. Das ist wirklich cool. Also das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin ein richtiger kleiner Engel. Wow. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ganz weit weg, scheiße. Ja. So, ich mache jetzt hier auch nochmal den. Alter, da hat jemand eine Taschenlampe. WTF, da hat er bestimmt hier im Shop. Und zwar eine riesige Taschenlampe mit immens viel Licht. Also man muss wirklich sagen, gerade so die Tech-Noids unter euch, die Cyberpunker, generell so die Sci-Fi-Fans, die werden sich hier mit diesem ganzen Fanservice wiederfinden. Überall gibt es kleine elektrische Bauteile, kleine Systeme und das ist einfach mit diesen grellen, bunten Lichtern sehr gut gemacht. Ich finde es halt auch sehr gut in Szene gesetzt, gerade auch für Cell-Shading und sowas. Wie gesagt, bin ich ja nicht unbedingt der Freund von, aber sehr geil gemacht.
finde ich, sieht auch ein Ticken besser aus als zum Beispiel Borderlands. Also da würde ich mir so eine Grafik auch gerne in diesem Spiel wünschen. Also in dem... Ja, Borderlands war mir jetzt schon wieder zu plastisch, ja, muss ich eigentlich zugeben. Also, es ist ein cooles Spiel, macht mir auch sehr viel Spaß, aber hier finde ich das Cell-Shading besser. Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe bei Borderlands 1 allerdings nur gespielt, den zweiten habe ich gar nicht erst angespielt, weil der erste halt auch schon nichts für mich war, muss ja zu meiner Schande gestehen. Was? Das ist den zweiten noch nicht angespielt? Ne, also hab ich nicht. Ich finde ihn besser als den ersten. Vor allem, weil die Dialoge wieder so richtig genial sind. Oh mein Gott, ich kann mein eigenes blutendes Fleisch schmecken. Geht mir beim Zahnarzt immer so. Ich bin der Zahnarzt. Mit Dentist. Ja, nee, also, ich würde mal sagen, wollen wir jetzt hier noch irgendwas machen hier? Nee, eigentlich nicht. Ich kann der Alten hier nochmal Fanservice-mäßig so ein bisschen auf den Hintern... Das ist aber ein bisschen übertrieben eng jetzt. Das hat ja schon fast Mass Effect 3, nee, 2 war es. Mass Effect 2 ähnliche Zustände hier. Ja, das ist wirklich, also man ködert natürlich die Leute vor allem mit gut ausgeprägten und gut gebauten weiblichen Charakteren. Obwohl das hier jetzt nicht so in den Vordergrund tritt, muss ich ja sagen. So, wollen wir zurückkehren zur Rakete und dann beenden wir alles da, wo alles begann. Genau, würde ich mal sagen. Also wir haben jetzt keinen Bock mehr hier. Coco Cabana war jetzt nicht unbedingt unser Traumurlaub gewesen. Wir werden uns beschweren, bei sämtlichen Hoteltestern eine negative Bewertung schreiben. Ja, aber echt, da das weiß ich nicht. Das Ungeziefer hier unterm Bett, ne? Also ist ja... Dabei haben wir doch TUI gebucht. Das sollte doch Traumurlaub werden, so eine Scheiße. Ich sag dir, nächstes Mal sollten wir nicht unbedingt den Urlaub nehmen, der rot gekennzeichnet ist. Mit einem Sternchen, war halt günstig. Ja. So, tja, das war also Firefall. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zugucken. Leider konnte man PvP nicht mehr zeigen. 7 Minuten warten wir jetzt schon und daddeln hier die ganze Zeit durch die Gegend sinnlos. Leider ein bisschen doof, aber naja. Ich hoffe, für einen ersten Eindruck reicht's. Ich glaube aber schon, kann man so sagen. Leider bei MMOs ist es leider immer so, dass man die High-Level-Gebiete oder die späteren Gebiete immer nicht zeigen kann. Aber dafür haben wir halt den Anfang gezeigt, wie sich das Spiel anfühlt, wie es aussieht, wie es sich spielt. Die Schwächen haben wir aufgezählt. Haben wir irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Was ich ein bisschen schade finde, wir konnten nicht irgendwie zeigen, welche Skills wir haben. Das hätten wir vielleicht noch machen können. Aber ich sag mal, im Endeffekt ist ja im Heldenspiel das Gleiche. Dann gibt's eben den nächsten Skill, der entweder mehr Damage macht oder noch größere Geschütztürme aufstellt und... Genau. Das stimmt schon. Übrigens, Hammerzeit ist die Questaufgabe, der Questtitel. Auf Englisch natürlich Hammer Time. Geil! Stop. Ja, und das übersetzen sie dann. Das verstehe ich nicht. Melding, weißt du, Melding, aber Hammerzeit. Hammerzeit, also ist das der Hammer. War eine Hammerzeit mit dir. Hammerzeit war das jetzt gewesen. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, in diesem Sinne wollen wir es beenden. Ja, bevor wir noch sagen, weiter rumquatschen. Ja, ihr könnt ja mal schauen, wenn das Spiel vielleicht in der öffentlichen Beta ist oder wenn es dann auch endlich mal released ist, richtig, noch mal reinschauen, vielleicht mit europäischen Servern, ist auf jeden Fall dann noch bestimmt ein besseres Spielvergnügen. Bisher ist ja die Beta richtig derbe closed. Also bis auf die Leute, die auf der Gamescom die Keys bekommen haben, gibt es ja im deutschsprachigen Bereich noch nicht so viele Beta-Spieler. Das stimmt, drück mal X übrigens. Gut, tja. Nein, es ist so dunkel hier. Wir haben gar keine Taschenlampe, die bekommen wir. Nee, also leider gibt's keine. Es gibt leider keine Taschenlampe. Nee, gibt's nicht. Guck mal, zeig mal. Macht das jetzt so viel heller? Das geht. Es macht ja doch schon immens. Wenn ich jetzt hier runterspringe, Alter, das ist schon ein Unterschied. Ja, also. Doch, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wenn ich hier mal vergleiche. Das ist eben das fehlende Tutorial, ne? Ja, es wird einem nichts gesagt, wo was ist. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist für mich, muss ich sagen, das größte Manko am Spiel. Kann ich mir jetzt auch irgendwie so die Taschenlampe unters Kinn halten? Weiß ich nicht. Ich kann dir die Taschenlampe unters Kinn halten. Doch, das sieht schon lustig aus. Ja, warte, jetzt bewegst du dich gerade. Aber auch so komische Spielchen mit der Wand machen, so Schattenspielchen. Warte mal, jetzt habe ich dir gerade voll auf den Sack geleuchtet, warte mal. Was? Nee. Warte, ich muss Perspektive wechseln, warte, bleib mal stehen. Hey, ich bin der Yoga und ich werde alle töten. So, komm, ich leuchte nochmal auf den Sack, dann haben die Mädels auch was zu gucken, so. Nachdem wir uns Ärsche angeguckt haben, wollen wir hier mal emanzipiert bleiben. So, ich glaube, das war jetzt Firefall. Und ich würde sagen, wir verabschieden. Match wird gestartet, was? Was jetzt? Oh. Bei dir auch? Mal gucken, ich bin schon außen. Ja, 8-7. Oh. Ja, komm, scheiße. Düsen wir nochmal kurz eine Runde Alter. Ins PvP.
Ich wollte doch das letzte Test beenden. Ich war jetzt froh, dass ich mich drum drücken konnte, damit ich nicht abluse. Ja, ich würde sagen, aber wir machen Team. Also ich habe jetzt Feuchtfarm. Ich habe ja auch Feuchtfarm, okay, genau. Korallenwald. Machen wir noch mal eine schnelle Runde. Jetzt haben wir eh schon super langes letzte Test. Das kannst du wieder mehreren Folgen rausbringen. Naja, mal schauen, je nachdem wie lange es wird. So, Battleframe Station, ich habe überhaupt keine Ahnung von der Map. Ich folge mal da. Da vorne ist rot, ich glaube rot ist tot, wir schießen da einfach mal drauf. Warnung, Verbindungsprobleme. Hua, was? Bloß nicht. Scheiße, Morgan X. Oh, Respawn dauert immer ein bisschen länger. Ja. Ich habe aber auch nochmal direkt Verbindungsprobleme gehabt. Ich hoffe mal. Ich sehe auch, Hugo hat die Chatgruppe verlassen, steht bei mir gerade. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich hoffe, ich komme nochmal rein. Ich bin wieder drin. So, jetzt war jetzt nicht unbedingt jetzt hier in einer Gruppe, aber. Aber Hauptsache, du kannst immer noch joinen und wir sehen uns dann vielleicht ein bisschen. Ich mache gleich meinen ersten Kill hier. Natürlich, der Hugo startet wieder die Action hier, aber dann doch nicht. Bin gestorben. Cold Jake hat mich getötet. Die sind gut, ne? Die sind echt gut. Ja. Ich glaube auch, die wissen, was man hier. Scheiße. Ja, ich glaube auch. Aber ich habe die schon runtergekillt gerade. Die hat mich ja dann trotzdem noch erwischt. Schade, ich bin auch eine absolute PvP-Niete, muss ich ja sagen. Ja, aber können wir ja ganz kurz so ein bisschen zeigen. Also das ist die Map. Das ist ein klassisches Deathmatch. Wer von euch keine Erfahrung damit hat, Deathmatch heißt, zwei Teams treten gegeneinander an und geben sich halt so lange auf die Mütze, bis das andere Team, jeweils das eine Team halt die meisten Punkte erspielt hat. Das ist quasi einfach nur gegenseitig töten im Team. So, jetzt machen wir hier da unten mal hier gemeinsam fertig. Scheiße, Mann, das Nachladen ätzt. Oh, das ist aber angenehm. Ich bloß, hat meiner gerade gesagt. Schön. Ich habe keine Zeit zum Bluten. Was? Wie hat denn der mich erwischt gerade? Würde sagen mal, ne? Direkt auf die 12. Ja, also der hat. Der muss mich irgendwie von oben. Wenn ich sogar die 13. Ja, da. Man muss ja viel mit Jetpack, glaube ich, rumromantieren. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber. Alter, ich habe gerade gespawnt, du Wichser. Na. Scheiß Camp-Spawner hier. So. Spawn-Camper. Camp-Spawner. Ja. Auch geil. Alter, der hängt da wirklich die ganze Zeit am Spawnpunkt rum, der Penner. Es ist schade, dass das hier nicht irgendwie abgesaved ist, dass es da so kleine Mechanismen dagegen gibt. Ja, der ist. Ja, das stimmt. Ich hab ihn jetzt gerade so ein bisschen im Visier. Du meinst natürlich hier den. Keine Ahnung, wie er heißt. Er macht dich gerade kalt. Mich? Ich hab mal ein paar Türmchen gesetzt. Scheiße. Ja, genau der war das. Ja. Arg. Ach, naja, ich bin einfach eine PvP-Niete. Jetzt können wir wenigstens noch mal ein bisschen zeigen, dass hier im PvP richtig die Action abgeht. Also ihr merkt, hier ist keine ruhige Minute. Hier ist immer, ne, hier bleibt kein Auge trocken. Eigentlich so, wie es sein sollte. Ich muss sagen, ich mag diese Art von PvP aber mehr als bei WoW zum Beispiel, wo man da rumläuft und dann immer diese Cooldowns hat ständig. Ja, das ist auch ein bisschen so alter Rack, wo im Endeffekt die Leute aneinander vorbeirennen, weil sie hier über den Endboss killen. Boah, Alter! Was ist denn mit dem, Alter? So, wir können. Huch, ich kann jetzt. Ich kann jetzt. Achso. Kannst du mal so ein bisschen die Statistiken zeigen? Warte, ich bin gerade gerespawnt. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in der Map. Ich laufe ja willkürlich irgendwo rum. Es ist eine Deathmatch-Map. Einfach nur rennen und schießen. Und jumpen. Alter, jetzt habe ich schon wieder hier irgendwen. Das ist schon wieder der gleiche, Alter, der hasst mich. Ja, ich habe einen getötet und bin selbst gestorben. Ach was. Mal gucken, ey. Hyuga hat einen Abschuss und 4 Tode. Gronkh hat einen Abschuss und 6 Tode. Ey, das ist geil. Jetzt habe ich 7 Tode. Das gibt's doch gar nicht. Immer der gleiche. Ja. Gibt's hier irgendwas, was man erreichen muss? Ein Wutlevel, bis man den Monitor kaputt schlägt mit der Maus. Ja, wahrscheinlich. Ich habe fast das Achievement habe ich schon fast. Ja, wir müssen ja jetzt ja die PvP-Runde hier nicht zwingend zu Ende bringen.
dass wir nicht gewinnen. Ja, da ist sie auch schon zu Ende. Niederlage, ja, das ist, Niederlage ist wie Niederlande. Ich bin auf dem vorletzten, du bist auf dem letzten. Wir haben uns sehr gut geschlagen. Ich war auf dem letzten? Nein, das darf nicht sein. Ah, schön, schön. Naja, scheiß drauf. Ja. Komm, zurück zur Welt. Genau. War doch ein schönes Ende fürs Let's Test, einfach nochmal richtig wegfailen. Ich sagen, wirklich nach diesem ganzen, ich will nicht unbedingt Fail sagen, aber ja, Sachen, die nicht ganz so liefen, wie sie geplant waren, jetzt wirklich nochmal ein schönes Ende hier hingelegt. Ich hoffe, ich habe jetzt vorhin nicht schon, ich habe meine Audiospur noch weiterlaufen lassen. Sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Na gut, ich bin gespannt. Hammerzeit haben wir jetzt als Quest, aber ich glaube, wir verabschieden uns jetzt fürs Let's Test einfach mal. Würde ich mal sagen. Und ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen hier, ich gucke mir noch mal ganz kurz die Charaktere alle an. Einfach nochmal zu zeigen, was man so für Charaktere hat. Zack, 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 da laufen noch alle möglichen rum. Mein Spiel hat sich jetzt auch mal direkt verabschiedet, das heißt, ich mache auch mal direkt hier schon mal mein super. Spiel aus. Alles klar, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen bei diesem Let's Test und bei dir, Hugo, bedanke ich mich fürs Mitwirken. Es war eine Pracht und eine Ehre und eine Freude gleichermaßen. Meinerseits natürlich. Ach Mensch. Die Idioten schießen jetzt hier alle rum. Naja, egal. Ich beende jetzt mal das Spiel, bzw. die Aufnahme. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Let's Test oder beim nächsten Let's Play. Wo auch immer. Bis später. Tschüss. Willst du dir auch Tschüss sagen? Haut rein, BB, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal, euer Hyuga. Adieu. Euer Gronkh, wollte ich jetzt auch mal sagen. So, tschüss. So, damit...